So, hallo zusammen. Wo ist der Schreibtischkram hier? Herzlich willkommen zu einem gepflegten Ründchen Schach am Sonntagmittag. Frühschoppenzeit, ne? Fast, ne? Mittags, 13 Uhr. Wollen wir mal schauen. Wir spielen Schnellschach, Schach verstehen mit 15 plus 10. Also 15 Minuten Grundbedenkzeit pro Partie und 10 Sekunden Inkrement, damit man auch ein bisschen was erzählen kann zu den einzelnen Zügen, wenn einem denn was einfällt. Ne? Wenn einem denn was einfällt. Und da gehen wir auch mal gleich auf den Button hier spielen und schauen mal, wen uns der Algorithmus von chess.com als ersten Gegner zulost. Wir spielen mit Schwarz gegen Konrad Beyer aus, was ist das? Aus Irak. Oder hätte ich mich mit der Flagge aber vertan. Konrad Beyer, nur ist jetzt auch nicht unbedingt ein Name, den ich in Irak vermuten würde, aber weiß man's. Und er hat ein Rating von 1929. Ne? Also noch unter 2000, aber eben über 1900. Und wir spielen The Dark Knight System gegen E4. Auch bekannt als die Nimzowitsch-Verteidigung. Wobei, da kommt es drauf an, wie es weitergeht, ne? Im nächsten Zug. Für viele ist ja das schon Nimzowitsch-Verteidigung, also für die Theorie oder so mal so die klassischen Handbücher sowieso. Und es steht auch hier rechts oben auf chess.com auch Nimzowitsch Defense. Ne? Es kommt aber ein bisschen darauf an, wie es weitergeht. Und genau wenn es so weitergeht, ja, mit Springer F3, dann ist die Eröffnungsbezeichnung, die jetzt da rechts oben im Kleingedruckten steht, ne, ganz oben über meinem Kopf, Nimzowitsch Defense Declined. Abgelehnte Nimzowitsch-Verteidigung. Also eine blödsinnigere Bezeichnung kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also das, was wir jetzt, das ist Quatsch, ja. Das, was wir jetzt hier auf dem Brett haben, ist die pseudoskandinavische Eröffnung und nichts anderes. Also eine abgelehnte Nimzowitsch-Verteidigung. Was um Himmels Willen soll das sein, ne? Und Weiß spielt es konsequent. Springer C3 und D4. Oh, jetzt spielen wir Springer F6. Und wenn er den nächsten Zug jetzt auch noch schnell spielt, also sowas wie Springer B5, dann wird er mir verdächtig. Was hat er jetzt sehr schnell gespielt? Das ist ja noch eine sehr ungewöhnliche Eröffnung eigentlich. Und die Züge, die kamen ja quasi wie aus der Pistole geschossen. Wo ist denn eigentlich her? Lass mal gucken. Konrad Beyer. So, klicken wir mal hier drauf. Ist ja, seit dem 2. Oktober 2023. Ja, ist er online. Und sein Rating zwischen Schnellschach und Blitz, ja, das ist schon ein deutlicher Unterschied. Aber okay, muss noch nichts heißen. Ja, aber das muss jetzt, also, aber das heißt jetzt nichts, ne? Ich bin jetzt ja nicht, also ich bin nicht Gatakamski, aber bei den Zügen jetzt und kurzer Blick auf die Infokarte des Spielers neige ich im Moment dazu, ihn die Partie, je nachdem wie sie auch ausläuft, nachher unter nicht zu melden, um Himmels Willen, nein, aber unter Argusaugen zu setzen. Ne? Ja. Also jetzt wird es für mich immer klarer. Das ist zu schnell. Auf den Zug kannst du kommen, aber den spielst du nicht so schnell. Und daher werde ich jetzt immer gelassener, weil da habe ich jetzt doch zunehmende Verdachtsmomente. Auch den spielst du nicht so schnell. Ja, tut mir leid, aber den spielst du nicht so schnell. Gar nicht zum Nachdenken. Naja. Ich für meinen Teil muss ja natürlich wieder nachdenken. Das ist nämlich mitnichten klar. Weil sowas hier, ne, den zu vertreiben, bringt das Problem mit sich, dass dann der Springer später, wenn er mit A3 angegriffen wird, nicht mehr weiß, wohin soll, ne? Weil dann hat er das Rückzugsfeld nicht und das Rückzugsfeld nicht, ne? Ja, und im Unterschied zu unserem Gegner überlegen wir uns jetzt ein bisschen was. Wahrscheinlich müssen wir jetzt sogar schon
jetzt ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, ne? Springer A6 ziehen. Moment, das macht die Maus wieder die falschen Tasten. Hier, jetzt schon, bevor er angegriffen wird, Springer A6. Also, was ist eine Idee von Weiß? Also, ich sage es jetzt mal ungeschützt. Ich glaube, Ideen von Gunter Beyer hat gerade keine Ideen, sondern er guckt einfach auf sein Handy. Die Ideen sind eben jetzt diese und diese hier, ne, Druck auszuüben. Und auf dem Punkt C7. Ne? So. Und das ist eine Theoriefortsetzung hier, wobei es gibt keine Theorie dazu, ne? Das steht also in keinem Buch. Aber es gibt meinerseits eine Analyse dazu, die ich aber nicht mehr auswendig im Kopf habe. Ne? Und deswegen, und die so gut wie nie aufs Brett kommt. Ne? Die so gut wie nie aufs Brett kommt. Und daher bin ich auch jetzt hier eher na, ein bisschen der Ansicht, dass das jetzt eigentlich schon fast egal ist. Was ich mir für Gedanken über den Spieler mache. Ich glaube, ich muss jetzt hier sofort Springer A6 spielen. Das hier. Noch bevor der getreten wird. Weil man dann auch die Möglichkeit hat, das hier zu spielen. Es wäre vorher nicht gegangen. Ne? Also vorher mit C6 vertreiben. Ne? Schlägt, ja. Damentausch, ja, schlägt zurück, aber wenn die Dame nicht mehr auf D8 steht, kann ein angegriffener Springer nach C7 ein Springer-Gabelschach spielen. Aber jetzt können wir das im nächsten Zug machen, ne? C7, C6. Ist die Idee. Irgendwie sowas. Naja, oder jetzt E6, ne? Vielleicht. Statt C6. Also auf E6 ist jetzt dann vielleicht sowas auch heftig. Weil man auf Läufer D7 er so schlagen kann und man muss so zurückschlagen. Aber das gucken wir uns ja mal an. Also wenn er sowas alles sieht oder wo auch immer berechnet, dann ist sowieso egal. Das ist eine sehr stark auch taktisch geprägte Stellung. Und ja, wenn da einer, sag's mal vorsichtig, anders spielt, als man es erwartet, dann siehst du halt keine Sonne, ne? Aber war das jetzt so gut? Also jetzt schlagen auf D5 einen Bauern zu gewinnen, ist ein bisschen gewagt, ne? Vielen Dank fürs Folgen. Skizzelt und hallo 1950er Mahlzeit und Admiral Jones abonniert. Herzlichen Dank fürs Abo. Ja, dann ist die Partie ja bestens hier. So, also auf D5 einen Bauern zu gewinnen, das sollte man sich jetzt vielleicht tatsächlich verkneifen. Und deswegen spielen wir Läufer E7. Selber kurz ruchieren, ne, und so langsam droht es dann vielleicht mal auf E5 zu schlagen. Außerdem kann man jetzt auf Dame A4 einfach zur Seite ziehen. Ja, und auch hier, und das tun wir jetzt auch. Ja, schlägt, ja gut, ne? Dann kommt man wieder zurück. So, jetzt so langsam
Da wieder Batu, ne? Bauern opfern. Die Frage ist, ob man jetzt sogar noch H6 vorzieht, ne? Seit 5 Monaten, ja. Ob man vielleicht jetzt erst H6 spielt, ja? Jetzt nicht so sehr, um den Läufer hiervon zu vertreiben. Ah, ja, ist ja schön, wenn er da steht oder nicht steht. Aber H7, H6 soll auch mal vielleicht hier dem Springer G5, ne, hier mit Angriffen auf H7, das Feld etwas nehmen oder etwas erschweren. Und die Frage ist natürlich auch, was machen wir denn wirklich, wenn er hier nimmt? Na ja, dann schlägt er hier, dann schlagen wir zurück. Dann kann er hier schlagen, dann kann man nämlich hier nicht schlagen, weil dann Läufer schlägt H7 mit Schach, die Dame auf D5 verloren geht. Ja, das ist wohl richtig. Frage ist nur, wie schlimm ist das? Ne? Da muss man ja auch nicht, ne? Ja, aber ich glaube, so ein H7, H6. H7, H6 ist ein Zug. Ja. So, jetzt schlagen. Ja, jetzt schlage ich ihn aber mal langsam. Jetzt schlage ich noch mal langsam. Man hat schon 20 Tage und 5 Stunden mit uns hier verbracht. Mein lieber Mann. Ja. Admiral Jones, knapp da drunter? Nein, 17 Stunden, 50 Minuten. Was sind das für Züge, ne? Was sind das für Züge? Ja, die sind entweder genial, ne? Oder was anderes. Klar, was so in der Luft sieht, sind hier Qualitätsopfer, ne? Aber liegen die wirklich so in der Luft? Was ist denn, wenn man jetzt hier einfach weiterschlägt? Ich meine, immerhin hängt ja dann auch ein Läufer. Der Gegner hat ein Rating von 1929, Majid. Wenn ich das wieder versuche einzublenden, dann besteht die Gefahr, dass meine OBS-Software abschmiert. Das hatten wir in den letzten Wochen zweimal. Deswegen verkneife ich mir das und gebe es lieber so im O-Ton rüber. Der hat 1929. Und ehrlich gesagt spielt er mir für mein Verständnis die da doch ganz schön aus dem... Ich hätte fast gesagt, aus der Lameng, ne? Gut, man kann natürlich auch jetzt den Springer nach C5 oder B4 zurückbringen. Ne? Droht ja vielleicht auch ein bisschen was. Aber wie gesagt, die Idee, die so in der Luft sein könnte, wo ich ehrlich gesagt keine Lust habe, die zu berechnen, ist, Turm Qualitätsopfer hier schlägt und dann irgendwie vielleicht Springer F5. Kann natürlich jetzt auch den Läufer nach G4 bringen. Aber wenn er mit H3 dann getreten wird, will man hier wirklich schlagen? Ich glaube nicht, ne? Wenn man hier schlägt, er schlägt so zurück. Will man dann vielleicht C5 spielen mit der Absicht, die Damen zu tauschen? Oder will man das jetzt schon? C5. Springer. Schlägt. Schlägt.
Gute Frage. Gute Frage. Oh, wir haben viele Zuschauer, sagt Moro. Oh ja, tatsächlich, ja. Nee, Turniermodus haben wir gerade im Moment nicht. Wieso schreibt denn der Stream-Element das da rein? Nee, keine Sorge, Turniermodus haben wir gerade nicht. Das ist eine freie Partie. Das ist eine freie Partie. Gut, was natürlich auch gehen könnte, wäre, den Springer über C5 nach E6 zurückzubringen. Aber jetzt haue ich den hier erstmal weg. Und da spielt er mal Springer C5. Nö, mein Zeitproblem ändert sich nie. 1950er, das ändert sich. Ah, halt 5:14. Das geht ja noch. Ich bin aber tatsächlich immer noch ein bisschen verunsichert, was ich von dem Gegner hier halten soll. Ne? Also nicht nur, dass er schnell gespielt hat, sondern also das war wirklich, also das war schon auffällig, leicht verwirrend. Naja. Das ist definitiv ein starkes Feld. Das stimmt. Droht hier vielleicht. Was ist denn mit Läufer G4? Ja, Moment. Was denn mit Läufer E6? Oder Springer E6? Springer E6, Springer G6. Gefällt mir gerade alles nicht, aber was Mut hat, Mut. Ja.
Im Prinzip ja, aber den kann ich glaube ich sogar nehmen, ne? Aber ist nicht so schön. Schlägt, schlägt. Also hier kann ich nicht nehmen. Moment, Turm E8. Schlägt. Ich glaube so, ne? Da muss irgendwas hängen bei mir jetzt. Mit Springer F5 müsste wahrscheinlich jetzt irgendwas schief gehen bei mir. Springer F5, Läufer F8. Oder Springer F5, Läufer B4. Na gut, den wollte ich jetzt so schlagen. Den wollte ich allen Ernstes so schlagen. Da wollte ich jetzt eigentlich Dame F5, Dame C5 spielen. Lass mal gucken, ob das geht. Oder ob das nicht geht. Ob die Dame zurück muss nach D8, das wollen wir aber nicht. Was so ein bisschen droht, ist jetzt hier, ne? Schach schlägt und dann bekommt er hier den zurück. Ich spiele ihn aber trotzdem. Naja, aber schlägt, schlägt, schlägt. Ja, dann wird der, das wird schon ein ziemlich böser Mattangriff dann, ne? Das ist richtig. Das wird schon ein ziemlich böser Mattangriff. Wenn ich das zulasse, muss ich aber nicht. Welchen nehme ich, ne? Dame schlägt C4. Geht dann Dame H5. Den würde ich natürlich gerne nehmen. Aber die Frage ist, geht dann Dame H5? Schlägt, Schach, werde ich da matt auf dem Weg? Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich werde ich dann da matt.
Oh, ich habe ja noch 37 Sekunden. Gut, jetzt kann ich nichts mehr, jetzt kann ich nicht mehr so viel erklären. Oder viel zu erklären, das glaube ich sowieso nicht mehr. Viel sagen, ob ich mir noch irgendwo was denke. Sondern jetzt muss ich spielen. Dame G4 von Weiß, Dame G5 mit Schwarz. Auf Springer F, auf Springer G4 weiß ich nicht, ob ich den Läufer auf C4 nehmen kann oder sollte. Aber das hier ist halt jetzt, ne, so ein Zielfeld. Wenn etwa Turm C1 kommt oder sowas. Jetzt fängt er an zu denken. Weiß auch nicht, was er will. Jetzt fängt er an zu denken. Ja, Eröffnung gucken wir uns gleich an, ne? Weil es ist das Interessante in der Partie, ne? Weil das ist eine, das hat Weiß jetzt hier mit ausgesprochen seltener Genauigkeit und das auch noch blitzschnell gespielt. Und wir gucken es uns nicht deswegen an, um irgendwie einen Beleg dafür zu bekommen, ob da vielleicht einer ein bisschen geschummelt hat. Da müsste man die Partie nur einreichen, ne? Also sozusagen melden, aber das ist nicht mein Stil. Um nochmal zu sehen, ob mein Gedächtnis in dieser selten gespielten Variante die richtige Zugfolge hatte, ne? Also insbesondere dieses Springer A6 und wie es dann danach weiterging. Weil, also so richtig überzeugt hat mich das dann danach mit diesem Bauernopfer von Weiß eigentlich nicht. Da vermute ich mal, dass es was Besseres für Schwarz schon gab. Hallo Sledge, schön, dass du da bist. Dass es da für Schwarz was Besseres gab, dass man sich da jetzt mich interessiert ja immer auch der eröffnungstheoretische Background von unseren Dark Knight System Partien. Und da habe ich jetzt hier mehr, ich drüber nachdenke. Servus Fingern. Hallo Ekström. Habe ich jetzt eigentlich immer weniger Sorge im Unterschied zu dem, was ich eben für Sorgen hatte. Ne? Jetzt in der Stelle im Moment hat man halt die Sorge, dass der Turm auf A8, ja, versuche ich es auch nochmal mit der anderen Maus hier, dass der Turm auf A8 noch nicht ins Spiel kommt und man kann ja auch nicht einfach Läufer D7 spielen, ne? Aus dem einfachen Grund, weil die Dame auf D7 steht. Ne? Das ist jetzt, abgesehen von kurzfristigen taktischen Problemen, die man jetzt hier mit Schwarz bekommen kann, ist das Hauptentwicklungsproblem. Die weiße Dame kann zum Glück nicht nach H5. Fünfte Reihe wird von der schwarzen Dame gedeckt. Ja, und ob sie auf G4, hoch, was ist das denn? Ja, aber das löst doch jetzt meinen. Was löst aber jetzt mein Läuferproblem? Das löst mein Läuferproblem. Also ich habe jetzt gar nicht darüber nachgedacht, den mit dem Bauern zu schlagen, um meinen Doppelbauern hier aufzulösen, weil Doppelbauerprobleme sind gerade andere. Ne? Doppelbauerprobleme haben wir gerade nicht. Achso, wenn ich jetzt das spiele, dann spielt... Nee, Dame G4 geht nicht mehr. Dame G4 geht nicht mehr, weil da steht jetzt der Läufer drauf. Das weiß ich jetzt nicht, ob das so prickelnd war. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Also ich habe jetzt gerade mit Hilfe von Weiß die beiden Probleme gelöst. Okay, dafür bekomme ich jetzt dieses Problem.
Ach, Zeit? Oh, shit. Ich habe wirklich auf Zeit verloren? Nee, nee, Meister, gegen dich spiele ich nicht mehr. So viel dürfte klar sein. Ich habe wirklich auf Zeit verloren? Oh, jetzt habe ich mich aber gerade... Puh, da war ich gerade geistig abwesend, beziehungsweise da war ich jetzt immer zu tief in der Stellung drin und habe meine 37 Sekunden tatsächlich jetzt völlig unterschätzt. Ich wollte jetzt eigentlich damit D4 spielen. Ja, um von den hier unten aufgeben, ja, aber stattdessen auch auf den gehen. Komm, wir gehen in die Analyse. Das machen wir jetzt mal ganz schnell hier. Vielen Dank fürs Folgen. Call my Mami. Ja, sie sah vorher schon nicht so, okay, Gegner hat mit 83 Genauigkeit gespielt, das ist jetzt nicht verdächtig. Ja, und du siehst am Ende hier, die Stellung ist am Schluss mal wieder okay. Gegner hat mit 83 Genauigkeit gespielt, das ist nicht verdächtig. Ja, muss ich also etwas relativieren. Was mich halt verwundert hat, waren die Anfangszüge, ne? So, gehen wir da mal hin. Achso, Moment, ich muss das Fenster wechseln, damit ihr mehr seht. Habe ich ein extra Overlay für. So, ist ein Ticken besser. So, lass gucken. Also, zack, 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 soweit alles klar. Pseudo-Skandinavisch, Springer C3, Dame D6, D4. Ja, die Zeichen, die könnt ihr vergessen. Und das wird halt so ohnehin schon sehr selten gespielt. Aber jetzt in Verbindung mit einem ganz schnellen C4, das ist jetzt wirklich verdächtig. So, Springer A6 fiel mir offensichtlich noch halbwegs richtig ein. Läufer D3, E6 ist auch noch gut. Ja, das ist eigentlich nichts Wildes, ne? Läufer G5 ist ein Fehler und H6 ist, man kann hier wirklich schon schlagen, meint er. Und danach erst, ja gut, das ist aber nur eine Zugumstellung für die Engine. Also da können wir die Engine auch vergessen. Sagen wir so, wenn die Engine nur ganz kurz analysiert, ne, dann kommt manchmal auch nur Käse bei raus. Ja, und 1950er sagt mal lieber nichts zu meinem Zeitmanagement. Ja, ist alles richtig. Aber war ich jetzt zu verliebt in die Stellung? So. Ja, das verstehe ich auch nicht. Doch erst Springer B4. Na gut, aber D schlägt C4 ist ja noch nicht schlimm. Läufer schlägt C4, Springer C5 findet das Ding nicht so gut. Ja, aber ich bin doch hier halbwegs rausgekommen. Genau, weil das ja nicht so gut war. Ne? Ach so, er hätte hier direkt reinschlagen können. Ja, verstehe. Okay, aber also ich ziehe jetzt auch offen und verzeugen alles zurück, was ich eben so ansatzweise mal an Verdachtsmomenten hatte, was jetzt die, was ist das faire Spiel angeht von Weiß. Nee, habe ich jetzt keinen Anhaltspunkt mehr. Ist in Ordnung. So, Turm E8, warum? Hätte ich den nicht, ich hätte den nehmen können. Ja, aber dann nimmt er hier, nehme ich da. Nimmt er da? Ach so, ich gehe einfach nach H7 und gut ist, ne? Ja, habe ich zu kompliziert gedacht, ne? Habe ich zu kompliziert gedacht. Ja, ist nichts los. Das stimmt schon. So, hier habe ich zu kompliziert gedacht mit Turm E8. König F8 soll ein Fehler sein. Ja, aber mal so, den nehmen. Nehmen. Also ich hatte hier vor sowas irgendwie ein bisschen Manschetten. Ja, und so ganz manschettenlos ist das auch nicht, ne? Ihr seht an der Bewertung, Schwarz hat eine Figur mehr, aber Weiß einen ganz leichten Vorteil. Auf Deutsch, auf Engine Deutsch übersetzt, Weiß hat Kompensation für das Figurenopfer ist korrekt. Ja, und dann kannst du in der praktischen Partie schon unangenehm untergehen, deswegen habe ich mir das verkniffen. Und habe stattdessen was gespielt? König F8, aber das war dann offensichtlich richtig schlecht. Schlägt. So, aber da, ja, das ist schlecht. Das kam mir in der Partie auch schon so vor, ne? Weil das löst meine Probleme. Das löst die schwarzen Probleme. Der Läufer wird frei, der Turm wird frei. Ja, und alles ist gut, ja. So, hier wollte ich jetzt eigentlich nicht König G7 spielen, sondern Dame D4. Wäre das in die Hose gegangen? Oh ja, das wäre in die Hose gegangen, deswegen. Ja, aber da habe ich doch gedacht, das ist doch nicht so schlimm. Hier unten kommt er doch nicht rein. Das hatte ich jetzt gedacht, dass das nicht so schlimm ist. Was weiß ich, irgendwie sowas? Turm D6, ist das doch schlimm? Schlägt... Ach so, weil der kann ja jetzt einfach hier schlagen, weil der Läufer nicht zurückschlagen kann, weil der gefesselt ist. Hier. Okay, das verstehe ich.
Das verstehe ich, ja. Dann habe ich auch Zeit verloren in der Stellung, wo, wenn ich den Zug gemacht hätte, den ich machen wollte, ich auch verloren hätte. Ja, gut. Alles okay. Dann ist okay. Dann ist okay. Ja, gut. Dann aber hoch dich wieder zurück. Da sind ja dann voll in die Hose gegangen, die erste Partie, der erste Start hier in die Session. Ja, wollen wir mal ganz schnell einen neuen Anlauf machen. Aber wir spielen selbstverständlich so Darknet System, weil an der Eröffnung hat es nicht gelegen, ne? Das habt ihr gesehen, an der Eröffnung hat es nicht gelegen. Und unser neuer Gegner ist gleich eine Kategorie höher. Der hat nämlich ein Rating von 2195 und wir spielen wieder Pseudoskandinavisch. Und das ist nicht Nimzowitsch die Client. Was ist das denn? Ach ja, das habe ich auch irgendwann mal gemacht. Das habe ich auch mir irgendwann mal angeguckt. Aber ich weiß es nicht mehr so genau. Was spielen die heute für wilde Sachen gegen mich? Habe ich irgendwie auf der Stirn stehen, heute kannst du alles Wilde spielen? Naja nun, der hängt aber. Also Springer E5. Ja, hierhin. Ich nehme mal wieder die andere Maus. Ich komme mit den Mäusen hier durcheinander. Springer E5, ja. Ja, Springer E5 verstehe ich. Aber der hier, der hängt doch einfach. Dame schlägt D4. Und das war's, glaube ich, schon, ne? Naja, der hat definitiv nicht gefuscht. Also, das war's. Das ist jetzt eine Figur weg, ne? Denn der ist gefesselt, ja, aber der muss ja hier nicht schlagen. Und das ist, also jetzt nicht, ich will mich gar nicht lustig machen über den Fehler von Massoudi aus dem schönen Irak. Heute gehen wir mal durch den, schon der Mittlerer Osten, ne? Ja, ist der Mittlerer Osten, nicht der Nahe Osten, ist der Mittlerer Osten, durch die Länder. Will ich mich gar nicht lustig machen, weil sowas passiert. Also in der im Darknet System, insbesondere in diesem pseudoskandinavischen Aufbau, wird häufig, oder nicht häufig, aber häufiger als man meint zumindest, in Einzelfällen, und das ist ja schon häufig für sowas, übersehen, dass Springer C6 und Dame D8 auf das Feld D4 zielen. Weil das ja nicht normal ist. Ja, das ist kein normaler Stellungstyp. Meistens geht da nur irgendwie ein Bauer verloren, aber ich zeige euch gleich in der Analyse hiernach auch andere Dinge, die passieren können. Heute spielen wir, glaube ich, auf Läufer D7. Ne? Ein anderer Fehler ist klassischer als der hier, den wir hier gesehen haben. Und kommt auch häufiger vor. Weil das hier mit Läufer B5, ich nenne das die spanische oder pseudospanische Variante in der pseudoskandinavischen Eröffnung, die kommt ja wirklich sehr, sehr selten aufs Brett. Was spielt er denn hier? Ja, jetzt strebt es für mich ein bisschen so, würde ich gerne ein bisschen Kunst der Vereinfachung anstreben. Ne? Würde eigentlich ganz gerne A6 spielen. Weil wenn dann das kommt, ne, ist ja prima. Aber wahrscheinlich spielt er dann erst Läufer E3, was ja auch durchaus Sinn macht. Deswegen muss man schon noch ein bisschen vorsichtig hier bleiben. Gut, man kann natürlich jetzt hier auch schlagen. Wenn dann Läufer E3 kommt, kann man tatsächlich auch, wenn man will, hier schlagen, ne? Weil wenn dann hier geschlagen wird, das geht nicht, ne? Also E4 schlägt D3, Läufer E3 schlägt D2, schlägt hier. Naja, ist Quatsch. Verliert die Figur wieder zurück. Skokolos. Gut, dann vielleicht einfach E6. Ja. Um Bauern auf E4 zurückzugeben oder schlagen Läufer E3. Dame D6, damit der Springer nicht so ohne weiteres nach D5 kann. Ja, das wird er wahrscheinlich gerne machen. Läufer D3 und Dame F6 und dann kann man schön Springer D5 spielen. Ne? Mit Gabel hier. Da. Vielen Dank fürs Folgen. Rufen 21.
Achso, ja, was man auch machen kann natürlich, ist jetzt nach Läufer E3 D3, D2 Schach. Ja, das sehe ich jetzt erst. Das ist schön. Weil wenn er mit der Dame schlägt, ja, dann tauscht man die Dame und hat eine Figur mehr. Und wenn er mit dem Läufer zurückschlägt, kann die Dame ja auf D4 erstmal stehen bleiben. Ja, das gefällt mir. Und Wallander verbindet Strawinskys Feuervogel mit einer Schacheröffnung. Vielen Dank fürs Folgen, Neil Dawkins. Ja, wobei ich hab's mit Strawinsky nicht so sehr. Ja, aber Feuervogel geht natürlich noch, ne? Also ich meine, Strawinsky hat ja auch ein paar noch, paar noch, 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 was weiß ich, harmonisch wildere Sachen gemacht, so. Aber Feuervogel, ja doch, Feuervogel geht natürlich musikalisch noch. Also ist jetzt für so ein langweiliges klassisches Ohr wie meins, ne, dass das also mehr, dass ich mehr mit dem ja, also ja bis Ende 19. Jahrhundert, ja, sind eher so meine Sachen. Aber klar, da kann man natürlich schön an den Schachfeuervogel denken. So, wenn man jetzt D3, D2 spielt, Schach. Ja, dann ist das an sich schon mal schön. So einen Zug spielt man ja gerne. Und er ist ja tatsächlich auch gut jetzt und richtig, glaube ich. Ne? Ja gut, dann haben wir aber den Damentausch. Damentausch, Kunst der Vereinfachung, ne? Bedeutet jetzt, dass man einfach eine Mehrfigur hat und deswegen war das, glaube ich, keine gute Idee von Weiß. Puh, ja gut, jetzt kann man es noch weiter übertreiben mit der Vereinfachung, ne? Indem man jetzt dann möglicherweise die Läufer tauscht, aber das wäre, glaube ich, nicht so gut. Deswegen spielen wir jetzt einfach Springer F6, Entwicklung weiter, ja. Das ist nicht so sehr das Problem, ne? Wenn jetzt hier so etwas kommt, rochieren wir einfach lang und wir rochieren wahrscheinlich sowieso lang jetzt. Anschließend E6. Ja, und dann hat man einfach eine Figur mehr. Und einen Bauern. Puff. Jetzt kann man Läufer E7 spielen. Ja, macht was man normalerweise tut, wenn ein Springer auf F6 gefesselt ist. Ne, ist er ja. Ja, man kann aber natürlich jetzt auch, Kunst der Vereinfachung wieder, Läufer B4 spielen. Weil das fesselt ja den. Ne? Denn was will er? Ne? Er will ja wahrscheinlich nach Läufer E7 schlagen, Läufer schlägt zurück und dann den Springer nach E4 stellen. Um vielleicht hier hinzubringen. Ist auch alles nicht schlimm, aber vielleicht ist das einfacher hier, ne? Läufer B4. Weil hier einen Doppelbauern zu bekommen. Ja, und danach tauschen wir hier noch ab. Also. Außer er spielt den Läufer zurück nach D2. Das war auch nicht schlimm. Also Läufer B4. Wenn ihr Material mehr habt, und zwar richtig entscheidendes Material, Mehrbauer ist auch schon was, aber hier haben wir ja einen Mehrbauer, eine Figur. Ne? Wenn ihr Material mehr habt, ja, Kunst der Vereinfachung, abtauschen, ne? Dann ist jeder Abtausch ist eine Drohung. Ne? Und deswegen werden wir jetzt, glaube ich, auch hier abtauschen. Läufer hin, Läufer paar her. Oder, er läuft ja noch nicht weg eigentlich, ne? Erst H6. Erst mit H6 treten. Doppelbau ist egal, wenn jetzt hier auf F6 geschlagen wird.
Ja, ein Doppelbauer und auch ein isolierter H-Bauer dann, der dann hier entstehen würde, ne? Der verschlechtert die schwarze Bauernstellung, aber dafür verschwindet auch schon wieder eine Leichtfigur. Und um den Gedanken zu Ende zu bringen, wenn man eine Figur mehr hat, dann ist Abtauschen, jeder Abtausch es bringt einem den Sieg näher. Um es noch krasser zu sagen, als ist eine Drohung. Ja, jeder Abtausch bringt einen den Sieg näher. Und deswegen darf die, muss die Partei, die halt die Figur weniger hat, die muss es kompliziert halten. Ja? Und kompliziert hält man es, je mehr Material auf dem Brett ist. Ne? Jetzt spielen wir den. Springer E5. Das soll jetzt hier abtauschen. Und dem kann er sich nur entziehen, wenn der Läufer sehr weit zurückzieht. Was jetzt gleichzeitig auch wieder die D-Linie öffnet. Genau. So, und jetzt stellen wir den hier hin. Der greift jetzt auch da unten an. Jetzt greifen wir mal beide an. Den so, den so. Ja, gut. Dann, klar, jetzt nicht auf F4 würde ich jetzt nicht schlagen, weil dann schlägt er auf der, wobei geht auch, ne? Du kannst auch auf F4 schlagen, dann schlägt er hier, man schlägt zurück, Turm schlägt, ja. Oh, dann kann man ja sogar noch hier weiterschlagen. Ja, die Alternative ist, auf F3 zu schlagen. Turm schlägt zurück und dann ist der F4 gedeckt durch den Turm. Aber der hier, der hier, der hier, der hier. Springer schlägt G2. Ist die Frage, ob er den Springer irgendwie hier so versuchen kann zu fangen, ne? Würde mich aber sehr wundern. Oh, ich will es nicht ganz ausschließen. Ich will es auch nicht ganz ausschließen, dass das gehen könnte. Ja, spielen wir aber trotzdem mal. Achso, er kann natürlich jetzt auch G3 spielen. Erst G3 spielen, ne? Den Springer vertreiben, genau, den Springer vertreiben und dann erst auf C6 schlagen. Ja, das geht. Aber jetzt steht der Springer jetzt hier auf. Wo kann man noch ein bisschen fuschen? Na, fuschen glaube ich nicht. Hierhin. So, jetzt schon mal ein bisschen vorziehen. Im Hinterkopf natürlich auch behalten, dass Turm
und Springer gegen Turm nicht gewinnt, ne? Das darf man nicht vergessen. Den will ich spielen, ne? Und H5, H4. König D2 war, glaube ich, nicht so gut. Vielen Dank fürs Folgen, Worcester. Ich glaube, jetzt erst F5 und dann H4. Wo will er denn mit seinem König hin? Will er mit seinem König hier vorlaufen? Da wüsste ich gerade noch nicht, warum er das so viel Sorgen machen sollte. So, F5. Damit er auf H4 nicht selber G4 spielen kann. Ne? Das wäre jetzt ja super peinlich, wenn ich das jetzt irgendwie noch vergeigen würde, ne? Ja, aber hier eindringen bringt ja auch nicht so viel. H4, C4 will er dann spielen. Also spielen wir erst König D7. Damit man hier auf so etwas, der Springer wird vertrieben, König geht nach E5 rein, dass man dann immer noch das spielt. Auch so das. Das ist, glaube ich, aber nicht so schlimm. Ach so, weil er dann auf C4, Springer B6, Turm D Schach, ja, aber trotzdem. Also erstmal. Also das hier ist eine Idee von Weiß. Ja, genau. So, wenn ich jetzt den Springer wegziehe, dann hat er hier unten einen Schach. Nur die Frage ist, wie schlimm ist das, ne? Wenn ich den hier hinziehe und das Schach kommt, dann spiele ich den König nach C8. Was passiert denn dann? So Schlimmes. Weil der weiße König kommt ja hier nicht hin. Da steht ja der Springer drauf. Deswegen ist mir nicht ganz klar, wie ich jetzt hier irgendwie, wie er hier einen Mattangriff oder sowas machen will. Deswegen spiele ich jetzt König C8. Übersehe ich gerade irgendwas Dramatisches? Ja, gut. Okay, also, schlägt. So. Zugegebenermaßen macht der der schwarze Springer gerade noch nicht so viel. Aber das kann sich ändern. Uiuiui, Freidress hat heute in der Liga ein Turmendspiel mit einem Mehrbau und auch noch verloren. Ja, kann passieren. Aber was passiert denn jetzt, wenn ich jetzt das Springerschach gebe? Er geht wieder zurück. Dann gehe ich hier hin. Weil dann droht das ja hier wieder, das Schach. Also erstmal das Schach hier geben.
Das hat ja den Reiz, dass der König auch nicht nach hier kann, ne? Klar, wenn er. Und er geht ganz auf Nummer sicher, ja, verständlich. Gut, aber jetzt gehen wir hier eins vor und wollen den spielen. Das will er nicht zulassen. Nachvollziehbar. Mit dem König wieder ran. Jetzt der kommt, geht der Springer, der kann auch von hier. Also es geht um den Bauern C4. Oh, jetzt gehe ich aber hier hin. Jetzt droht das ja wieder. Ja, aber jetzt kann ich F6 spielen. Weil der, jetzt droht auch wieder Springer E5. Ne? Ich konnte F6 jetzt spielen, weil der, Bauer auf E6 gedeckt war. Aber jetzt kann man, glaube ich, sogar A6 spielen. Ja, weil dann geht das nicht mehr. Das geht auch nicht, weil... Ja. Ja, dann gehen wir doch jetzt mal hier ein bisschen vor, ne? Also zur Entspannung auch für 1950er werde ich das jetzt aller Voraussicht nach auch nicht auf Zeit verlieren. Jetzt gehen wir vor. Und der Springer findet natürlich jetzt auch ein schönes Feld hier, ne? Muss aber auch nicht. Kann auch hier vor. Ja gut, das ist ein klassischer Fehler, der dann passiert, ne, auch wenn man einen Ticken zu schnell gespielt hat, weil er weiß jetzt eine Sache aus dem Auge verliert, dass nämlich ein Turmtausch eine Katastrophe ist, ne, weil das Endspiel ist natürlich verloren. Und das Springer- oder Bauernendspiel wird es ja nicht mehr werden. Und hier erzwingt jetzt ja so schwarz den Turmtausch, ne? Weil einfach Turm und König in derselben Linie stehen. Ja, so, und jetzt schlagen wir den weg. Und jetzt stellen wir uns hier rein. Und jetzt bringt das ja auch nichts, ne? Also nicht mal ein Bauernopfer irgendwas, ne? Den schlägt man dann tatsächlich einfach weg. Ja, und auch das hier. Holt man sie sich einfach ab, ne? Vielen Dank fürs Folgen. Snasher oder so. Ich glaube, ich brauche danach noch einen Kaffee. Ne? Also die Partie verlief jetzt ja komplett anders als die erste, aber der Gegner, den wir hier haben, den wir jetzt hier haben, der hat ein Rating von 2195, ne? Und der eben hatte eins von 1925, sowas herum. Daher meine Verunsicherung eben in der ersten Partie, in den ersten Zügen. Hm. Was aber auch wieder mal zeigt, Ratingzahlen im Online-Schach. Ja, also Ratingzahlen im Online-Schach. Nicht übertreiben, was die Bedeutung angeht oder was die Aussagekraft angeht, dass man damit wirklich sagen kann, wie stark ein Spieler ist. Ja. Das muss man echt ganz, ganz vorsichtig anpacken. So, wenn ich jetzt hier schlage, das wäre jetzt keine saubere Technik, glaube ich, würde wahrscheinlich, obwohl geht auch noch, würde Carsten Müller sagen, ne? Aber man kann jetzt sogar noch einen draufsetzen und sagen, gebt erstmal hier das Schach.
Ja, weil dann muss der König, der weiße König, erstmal wieder weg, entweder hierhin oder hierhin. Wahrscheinlich geht er hier nach hierhin. Dann schlägt man hier, dann kann er zumindest nicht in einem Zug nach C4. Und na, ich mach's mal. Ja, und der Witz ist ja, dass er ein solches Eindringen ist völlig egal, Kokolores. Warum? Weil sobald der weiße König auf F5 steht, ist er nicht mehr im Quadrat des schwarzen Freibauern E. Ja, jetzt macht das auch nicht. Na gut, dann jetzt machen wir das. Dann kann man den auch so nehmen. Ist schon ein bisschen masochistisch, was er macht, ne? Ja. Und jetzt noch was Böses. F5 Schach. Weil schlagen kann man den nicht. Kann man natürlich schon immer verloren, sowieso, ne? Aber dann läuft er, ja, jetzt läuft er einfach durch, ne? Dann wird es doch noch ein Bauernendspiel. Weil jetzt ist es auch völlig egal, was hier steht. Die könnt ihr vom Brett nehmen. Ha? Ja, aber den Springer schenke ich ihm nicht. So, und Patt wird es auch nicht. Das ist ja das Einzige, was jetzt noch passieren kann. Oder er lässt die 12 Minuten jetzt runterlaufen. das wäre jetzt nicht so sportlich. Gut, würde ich jetzt auch nicht sterben. Aber gut, dann könnte ich allerdings, sag mal so, wenn er jetzt schon mal 1,5 Minuten runterlaufen lässt, dann würde ich die Zeit nutzen und mir einen frischen Kaffee aus der Küche holen. Ja, weil die Zeit kann man ja sparen. Ne? Also bisher war er eigentlich okay, völlig okay. Keinerlei Veranlassung am Fair Play in irgendeiner Weise, auch nur den Hauch eines Kritikpunkt anzusetzen. Denn Veganer ohne B12-Mangel, man kann durchaus auch so eine Partie zu Ende spielen mit Weiß. Man darf sich auch matt setzen lassen. Das ist nicht unsportlich. Wenn man das allerdings tut und dabei enorm viel Zeit verbraucht, und damit dem Gegner sozusagen Lebenszeit wegnimmt, dann wäre es unsportlich. Wenn er damit jetzt anfängt, dann wäre das so. Ne? Aber ansonsten, also bitte keine Gegner beschimpfen, die entscheidendes Material weniger haben, aber nicht aufgeben. Insbesondere nicht, wenn ihr gegen Rating oder wenn ihr gegen schwache Gegner spielt. Ja, also Spieler mit einer Spielstärke unter 1000 Punkten oder knapp darüber, neigen ja auch dazu, dass die Wertigkeit von Spiel, von Material nicht so richtig einzuschätzen. Ja, die sagen, ja, ich habe einen Turm weniger, aber dafür habe ich ja einen Läufer oder also Qualitätsverlust oder ich habe 3 Bauern weniger, aber was soll's? Vielleicht stellt mein Gegner auch noch 3 Bauern ein. Die spielen dann weiter. Im Zweifelsfalle bis zum Matt. Und da sollte man auf gar keinen Fall den irgendwie in den Chat reinschreiben, gib doch auf oder so, ne? Oder Schlimmeres, ne? Ja, das ist dann so. Ja. Und wie gesagt, das ist nichts Schlimmes, ne? Was er hier macht, jetzt mit der Minute, ich habe jetzt auch noch 10 Minuten, ich kann mir jetzt auch in aller Seelenruhe einen Kaffee holen, das tue ich auch. Und auf den Weg zum Kaffee holen, denke ich über die Frage von Call My Mommy nach, ob ich einen Lieblingsschachspieler habe. Da muss ich echt drüber nachdenken. Aber da kommt gleich eine Antwort zu. Mit einem frischen Kaffee. Ich bin gleich wieder da. Aber ich habe ja 10 Minuten Zeit hier, sonst kann ja noch dauern hier.
So, da bin ich wieder. Der macht das tatsächlich, ne? Der macht das tatsächlich. Naja, wie auch immer. Also, Lieblingsschachspieler. Unter den aktuellen? Nee, eigentlich nicht. Also, Magnus Carlsen ganz bestimmt nicht. Ne? Und aber auch Hans Niemann auch nicht. mal gleich ein paar zu nennen. Nee, also unter den aktuellen. Mir gefällt spielweise vom Auftreten finde ich sowohl Levon Aronian als auch Anish Giri, dem man ja immer nachsagt, dass sein Spiel viel zu Remis-lastig sei, gefallen, die zwei gefallen mir gut vom Auftreten. Auch Fabiano Caruana finde ich vom Spitzenspiel und vom Auftreten Gewinn für Schach, muss ich sagen, ja. Natürlich Vincent Keimer als unsere, wenn man ein bisschen national denkt, ne, deutsche Schachhoffnung, ist das natürlich sehr schön, dass man mal wieder einen Spieler in der Supergroßmeister-Kategorie hat, und zwar richtig Supergroßmeister, der ist ja nun stabil, satt über 2700 Rating und hat auch ein sympathisches Auftreten. Aber von so einem jungen Spieler wollen wir jetzt mal noch nicht zu viel verlangen, ja. Da ist Musik drin, auf jeden Fall. War dann doch Vincent Keimer schon, aber von der seiner Spielweise, von seinen Partien jetzt für mich noch nicht, wo ich sage, oh, ich warte, ich kann es gar nicht abwarten, bis ich wieder eine neue Partie von ihm gesehen habe. Aber sein für so einen jungen Menschen auch sein Auftreten, ihr habt ja letzten Samstag wahrscheinlich gesehen im aktuellen Sportstudio, ne, da war er ja super. Aber man muss wirklich sagen, man muss wirklich auch immer noch dabei berücksichtigen, das ist halt auch immer noch ein junger Spund. Ne? Und das macht er also wirklich ganz prima. So, es gibt auch noch eine Partie hier, aber dann kann ich das mal ein bisschen Zeit in warten lassen, um den Gedanken zu Ende zu bringen. Denn Lieblingsschachspieler sucht man sich dann auch ein bisschen sind für mich natürlich auch in der Vergangenheit so ein bisschen zu sehen. Ich sage jetzt nicht Aaron Nimzowitsch, ne? Aber ich sage es auch mal, ne? Ja, aber das ist man natürlich dann ganz weit zurück. Aber von den großen Meistern der Vergangenheit, Michael Tal, ne? Oder Michael Tal, ne? Weil das war ein Taktiker lange, lange bevor es Engines gab. Ich glaube sogar, bevor es Computer gab. Na, wie auch, ja, da sind wir in den 60er Jahren, ne, auch frühe 70er Jahre. Und der spielte ein unglaublich riskantes, der spielte quasi Simon Williams Schach ohne Engine-Unterstützung. Und war ein Taktikfuchs. Also der kam nie ins Endspiel, glaube ich, weil da brannte die Hütte vorher. Ja. Und das absolute Gegenteil von der Spielweise ist dann aber eben auch sehr eindrucksvoll Anatoly Karpov, ne, der Weltmeister der späten 70er und frühen 80er Jahre, der einfach super fehlerfrei und genau spielte, aber eben auch zu Zeiten, wo man auch die Vorbereitung der Schachprofis, wo die eben auch noch nicht auf Datenbanken und Engines zurückgreifen konnten. Und seine Duelle mit Garry Kasparov, ne, auch legendär. Ne? Aber auch, um mal ganz andere zu nennen, ne, als ich noch jung war, da war ja zum Beispiel das Damenschach wenig vertreten, ne? Und zwar nicht aus biologischen, sondern aus soziologischen Gründen. Ne? Und da mischte eine junge schwedische Schachspielerin den Laden auf, und zwar dahingehend, dass sie eben auch im Männerschach mitspielte und mitmachen konnte als damals internationale Meisterin. Ne? Die ist aber auch inzwischen auch Großmeisterin geworden. Pia Kremling. Ne? Also der eine oder andere kennt vielleicht hier die Tochter von Pia Kremling, die inzwischen auch Schach spielt und auch als Streamerin sehr, sehr erfolgreich und aktiv ist. Ne? Aber ich kenne auch die Mutter. Also nicht persönlich, aber ne, also zu meinen Zeiten, als ich jung war, war die auch jung. Ne? Und da mischte Pia Kremling die Schachszene auf, und das fand ich auch prima. So, jetzt bin ich dran, und jetzt gebe ich mal ein Schach. Warum ein Schach geben? Immer wenn ihr Schach gebt, könnt ihr nicht Patt setzen. Ja, ganz wichtig, ganz wichtige Grundregel, ne? Ganz, ganz einfache Grundregel. Ja, Kremling, Pia Kremling, genau, Blacker, so hieß sie. Oder heißt sie immer noch. Ja? Also sie kommentiert gelegentlich Partien ihrer Tochter, wenn sie in Live-Turnieren spielt, finde ich ganz prima. Ne? Eine echte Schachfamilie. So, und nochmal zum Vermeiden von Pattfallen. Solange ihr Schach gebt, kann es kein Patt sein. Ja? So, wenn er jetzt den Bauern auf A6 schlägt, dann ist Dame A7 bereits matt. Ne? Ansonsten, auch ein Tipp, wenn ihr verunsichert seid, dann haut ihr diesen Springer so weit weg, wie es nur irgendwie geht. Ja, da, wenn der stört eigentlich jetzt nur mit Blick auf Patt.
Gefahr. Ne? Das sind jetzt eher Hinweise oder Tipps, wenn euch sowas im Blitz oder im schlimmsten Fall im Bullet passiert, ne, wo man ja dann ja häufiger schon mal das Ganze in einem Ha-ha-ha-ha, ne, Patt ausartet, um das dann zu vermeiden, wenn ihr zu viel unübersichtliche Figuren habt, dann entfernt welche. Ihr dürft sie ja nicht vom Brett nehmen, die Regel gibt's im Schach ja nicht. Ne? Sondern dann zieht er sich aber so weit weg, wie geht, damit sie nicht stören. Denn nur mit Dame und König matt setzen, das kriegt er ja hin, ohne dass Pattgefahr besteht. Die Pattgefahr besteht jetzt ja nur dadurch, dass noch irgendwie so ein Springer hier rumgeruckt und Probleme bereitet. Oder Probleme bereiten könnte. Ne? Da wird ja keine bereiten. Ne? Also wenn jetzt Schwarz zum Beispiel hier rauslaufen will, dann ist es tatsächlich ein sofortiges Matt, ne? Und hat sich was mit irgendwelchen Pattgeschichten. Wird er nicht tun. Ja? Dann wird er vielleicht hier rauslaufen. Weil das ist jetzt eine Pattgefahr. Wenn man da nämlich sowas den König ranzieht, ist Patt. Warum? Weil dieser verdammte lamedeite Springer dem weißen König das Feld B8 nehmen würde. Da wäre der Patt. Ja? Und sowas könnte ich mir in einer Blitz- oder Bullet-Partie vorstellen. Weiß zieht König A8 und Schwarz zieht König B6 und ist Patt. So, und da greift jetzt meine Hilfsregel, ne? Zu viele Figuren, die stören, aus der Welt bringen. Ne? Weil wenn er jetzt König A8 spielt, dann ist Springer D4 oder Springer E5 ein richtig guter Zug, weil er ist dann trotzdem mit dem, kann er nicht mehr Patt werden, weil er dann hier rausläuft. Ja? So, und dann zieht man in aller Ruhe den König entweder nach C6 oder D6 oder B6 und setzt dann einfach irgendwo hier oder wo auch immer matt und es kann nichts passieren. Aber das wäre jetzt doch die Pattfalle, ne? Hier darauf zu spekulieren. Und ich habe fast das Gefühl, Herr Masoudi mit den ganz vielen Is am Ende aus dem schönen Iran bereitet das jetzt gerade vor. Ja. Und das ist ja nach meiner Definition unsportlich. Achso, es wäre auch noch matt. Epaminondas weiß mich noch darauf hin, dass wenn man hier, dann kann man auch, dann ist Dame A7 auch matt. Ja, das ist richtig. Ja. Das ist richtig. Aber ich würde tatsächlich auf König A8 den Springer wegziehen, damit er sieht, dass es mit der Pattfalle so nichts wird. Ne? Vielen Dank fürs Folgen. Osels oder Osels oder so. Ne? Der spanische Michael Tal? Wer ist denn der spanische Michael Tal? Habe ich da eine Antwort im Chat übersehen? Ach so, der Mann von Pia. Kremling. Ja. Ja, der ist, das ist richtig. Der war auch eine Zeit lang, ist ein Spanier, der war eine Zeit, deswegen spricht die Anna Kremling, also die Tochter, auch so gut Spanisch. Nur die spricht jede Menge Sprachen. Ne? Ja, ist richtig. Der ist aber vor allen Dingen auch als Trainer und Mannschaftsführer hat er auch meines Wissens, aber da bin ich jetzt nicht ganz so fit, aber der war, glaube ich, sogar mal Trainer der spanischen, Quatsch, eben nicht der spanischen, der schwedischen, wegen, ne, Pia Kremling ist Schwedin, der schwedischen Damen-Olympiamannschaft. Ja, das hat, glaube ich, nicht so gut geklappt, aber das ist ein anderes Thema. Ja, ob es Folgen gibt für Unsportlichkeit, also wurde gerade im Chat gefragt, das, was jetzt hier der Gegner hier macht, gilt nicht nach dem, meines Wissens nicht nach den Fairplay-Richtlinien von Chess.com als Unsportlichkeit, die man ahnden kann. Das ist jetzt die Kategorie Unsportlichkeit, in die gehört auch so Dinge wie in einer freien Partie, wenn man Schwarz hat und einem der erste Zug von Weiß nicht gefällt. Nehmen wir an, ihr habt Schwarz und der Gegner spielt ja, F4 wie ich, ne, der Feuervogel, oder B4, G4, irgendwelche Züge, die ihr wisst, ja, die gibt es, aber da habt ihr keine Lust drauf. Dann könnt ihr die Partie abbrechen, dann wird die als abgebrochene Partie gewertet als, da steht dann Remis, aber sie wird gar nicht als Remis gewertet, sie wird gar nicht gewertet, wenn ihr noch keinen ersten Zug gemacht habt, dann wird sie gar nicht gewertet fürs Waiting. Ich rede von freien Partien, ne? Im Turnier, wenn ihr da nach dem ersten Zug aufgebt, habt ihr verloren, ja, aber in einer freien Partie wird sie auch da gibt's ja keine Punkte, weil es ja kein Turnier ist, wird sie auch fürs Waiting nicht gewertet. Und das finde ich nicht gut.
Das ist für mich okay, wenn beide Seiten noch keinen Zug gemacht haben und einer bricht die Partie ab, bevor, also der Weißspieler bricht sie ab, bevor der erste Zug gemacht wurde. Dann kann ja sein, ne, der Weißspieler setzt sich hin und sagt, oh komm, ich spiele jetzt noch eine schöne Schnellschachpartie, und kaum sitzt er da und die noch eher den ersten Zug gemacht hat, ruft die bessere Hälfte aus der Küche, du weißt ja, in 2 Minuten steht Essen auf dem Tisch. Ja, was machst du jetzt? Ja, mit wem willst du jetzt Krach haben? Ne? Mit deinem Gegner? Mit chess.com oder mit deiner besseren Hälfte? Ratschlag von mir, lieber Krach mit chess.com oder eurem Gegner als mit der besseren Hälfte. Also, ne, sag ich mal. Ne? Ja, es ist eh alles matt, ihr habt alle recht. Ja. deswegen finde ich es nicht so gut, wenn man den ersten Zug gemacht hat, weil es passiert mir tatsächlich ein paar Mal. Nicht so oft, aber ich sag mal so, jede 20, ja, na, vielleicht jede 30. Partie, die ich mit F4 mit Weiß eröffne, wird vom Gegner abgebrochen. Eine freie Partie, ne? Hier ist eine Spaßpartie. Und das ist ganz klar, da behaupte ich mal, dass das nicht deswegen ist, weil das Essen auf den Tisch kommt, sondern weil ihm F4 nicht gefällt. So wie Vincent Keimer ja auch total überrascht wäre, wenn ihm in einer Schachpartie, in einer Turnierpartie F4 begegnen würde. Das wissen wir jetzt ja alle aus dem aktuellen Sportstudio, ne? Deswegen habe ich ja dieses kleine Video gemacht auf meinem YouTube-Kanal, ne? Vincent Keimer und der Feuervogel. So, jetzt gibt's zum Glück keinen Zug mehr und püh, wir haben es hinter uns gebracht. Nichtsdestotrotz, was kann man jetzt machen? Ich nehme mal meine Kamera kurz weg, damit ich was euch zeige, was hinter mir ist. So, ihr kennt das wahrscheinlich, aber die es nicht kennen, hier rechts unten wird nach jeder Partie gefragt, hat sich euer Gegner sportlich fair verhalten? Und das ist jetzt keine Unterstellung, dass er gefuscht hätte, gecheatet oder sonst was. Das ist einfach allgemein sportlich fair verhalten. Hat er oder hat er nicht? Ja. Und das wird meistens nicht genutzt und die meisten Angaben, die man hier macht, die sind dann eben eher negativ. Und in solchen Fällen wie jetzt mache ich das. Dann kriegt er einen Daumen nach unten, weil finde ich nicht gut. Und ich möchte auch eigentlich in nächster Zeit eine freie Partie nicht gegen ihn spielen mehr, weil ich das schon sehr unsportlich fand. Jetzt, auch wenn wir uns bestens unterhalten haben. Ne? Ob auf Lead Chess sowas geahndet wird, wie soll ich sagen? Das Ahnden auf Lead Chess ist sowieso ein bisschen Glücksspiel. Ne? Hat ein bisschen mehr mit Würfeln zu tun als hier auf chess.com. Aber ihr könnt jetzt einen Gegner auf chess.com blockieren. Melden wäre zu viel. Also ich würde jetzt nicht auf den Button gehen, werde ich auch nicht tun, und den melden und sagen, der hat sich unsportlich verhalten, weil er die Zeit hat runterlaufen lassen. Das wäre mir jetzt zu viel des Guten. Aber blockieren, wunderbar, ja, der wird jetzt, der Herr Masudi wird jetzt eine freie Partie gegen mich, wird der Algorithmus verhindern, dass er mir da zugelost wird. Ja? So. Im Turnier natürlich nicht. Im Turnier ändert, das kann man damit nicht ausschließen. Das wäre noch schöner. Dann würden ja beim Title Tuesday, würden ja dann alle Titelträger vorher den Hikaru Nakamura blockieren, damit sie nicht ins Spiel müssen. Ne? Nein. Im Turnier kommt, was kommt. Ne? Aber in einer freien Partie halt. So. Und da. Ach ja, stimmt, wir wollen jetzt noch in die Partieanalyse, weil ich wollte euch ja den Fehler kurz erklären oder nochmal zeigen. Ach, ist wieder der Server wieder Probleme hier. So, probieren wir nochmal. Und wechseln das Overlay. So, bisschen schöner. Das wollte ich euch ja noch zeigen. So, hier, zack, 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 zack. Das ist natürlich Kokolores. Ja, das ist natürlich Kokolores. Welche Idee hat er? Ja, er will irgendwie spanische Ideen reinkommen. Und hier ist das ja durchaus noch richtig. Ja, das ist auch nicht toll, aber also das kann man ja noch spielen. Ja, hier muss der hin. Ja, und da sagt man sich so, jetzt kann ich ja vielleicht doch irgendwie ausnutzen, ne, dass der hier gefesselt ist. Naja, dann spielt man damit die 5. Ne? So, und wenn er jetzt hier mit dem Springer schlägt, ja, dann kann man sogar so schlagen. Ja. Und wenn er mit dem Läufer schlägt, ja gut, dann muss man mit dem Bauern schlagen. Aber also ich teile die Einschätzung der Engine hier, die nach kurzer Berechnung meint, Schwarz steht bereits auf Gewinn, nicht. So ist es nicht. Weil wie könnte er? Na, gut, man hat einen Bauern mehr. Ja, aber das fände ich ein bisschen viel. Es ist aber etwas, womit Schwarz überhaupt keine Probleme hat. Ne? Er hat hier, der Weißspieler, einfach übersehen, dass der Springer zwar gefesselt ist und nicht auf D4 schlagen kann, aber dass die Dame das natürlich kann. Ne? Und ich meinte eben, sowas Ähnliches kommt vor, es kommt aber sowas Ähnliches vor in dieser Fortsetzung. D4, D5, E5, Läufer F5.
Das ist die klassisch eine Variante in der klassischen Nimzowitsch-Verteidigung. Und hier kommt es nicht selten vor, dass Weiß Läufer D3 spielt. Was ja auf den ersten Blick, ne, auch für euch, wahrscheinlich für einige von euch, völlig normal aussieht, natürlich aussieht. Das kennt man doch aus Karo Kann, ne? So. Aus Karo Kann spielt man ja nach C6 nicht den Springer, sondern den Bauern. Ne? Wenn dann D4 kommt, D5 kommt, E5 kommt und man spielt den Läufer nach F5, ja, dann spielt man doch den weißen Läufer nach D3, um diesen starken Läufer frühzeitig abzutauschen. Ne? Das Dumme ist nur, im Dark Knight System steht auf C6 ein Springer und kein Bauer. Und das heißt, nach dieser Zugfolge schlägt man den einfach weg. Ne? Und von D4 aus deckt der Springer den bis dahin ungedeckten Läufer F5. Das heißt, so und so, ja, man hat wirklich einen Bauern gewonnen. Jetzt keine Figur wie in unserer Partie gerade, man hat einfach einen Bauern gewonnen. Und, ja. Und ohne irgendwelche Schäden an seiner eigenen Bauernstellung zu haben. Ne? Kein Doppelbauer, kein gar nicht, ne? Ja. Und eigentlich ist das dann schon gewonnen, ne? Gut, das wollte ich noch zeigen. Also einen klassischen Fehler, der passieren kann. Und wir suchen uns eine neue Partie mit 15 plus 10. Ich habe ein bisschen was von den eben verlorenen Rating-Punkten wieder rausgeholt. Ne? Bin ich eigentlich im Bild? Ja, aber ich habe das falsche Overlay. Hier ist das Richtige. So, F4. Ja, und jetzt gucken wir mal, ne, ob der Gegner Amir Toll spielt. So, und wie gesagt, es gibt Spieler, die nach F4 brechen die Partie ab, aber nicht er. Amir Toll aus dem schönen, was ist das für ein Land? Kasachstan? Also auf chess.com kann man ja auch heiteres Flaggerraten machen, ne? Also das hätte ich jetzt nicht gewusst, dass das Kasachstan ist. Und Amir Toll hat ein Rating von 1888, also knapp unter 1900. Ich bekomme hier Gegner, ja, Flaggenkunde. Ich bekomme hier Gegner üblicherweise in einem Rating-Bereich von minus 400 zu meinem eigenen Rating zu plus 400, nee, bis unendlich. Und mein eigenes Rating ist im Moment jetzt hier vor dieser Partie, die wir gerade spielen, Schnellschach-Rating liegt bei 2186. Boah, sehr ungewöhnlich. Läufer. F5, ja, aber warum nicht, ne? Ist auch nicht verkehrt. Wir spielen Läufer B2. Na gut, aber irgendwann spiele ich jetzt mal Läufer B5 Schach, ne? Und wenn der Springer C6 spielt, dann hat das nicht verstanden. Wird aber nicht tun. Scheiße. Ja, okay, ja, das, ja, aber wo, wie sollte man es auch verstehen? Steht ja in keinem Buch. Also Springer C6 ist positionell nicht gut, spielt Weiß in die Karten. Weiß will im einfachen Feuervogel, den wir hier haben, ne, der Aufbau ist der sogenannte einfache Feuervogel, will den weißfeldigen Läufer hier genau gegen einen Springer auf C6 tauschen, und zwar so, dass er mit dem Bauern zurückschlagen muss. Und das können wir hier, und deswegen machen wir das sofort. Ja, und deswegen, um das zu vermeiden, hätte er den Springer von B8 nach D7 ziehen müssen. Aber jetzt hat Weiß das, was er will. Ja, das will Weiß. Weiß will den diese Bauernkonstellation schaffen. Ja, hier, und auch den darf man auch nicht vergessen, der ist auch noch schwach. Und ja, das haben wir, dann sind wir glücklich. So, jetzt spielen wir Springer nach E5 hinein, greifen den auch mal an. Ja, ey, werden wir natürlich nicht kriegen, ja, aber der Springer steht eben auf E5 sehr schön, sehr zentral. Und ja, bedroht halt auch den Springer auf den Bauern auf C6. Ne? Das ist, ja, genau, der muss dann so gedeckt werden. Und jetzt machen wir hier weiter. Der normale Aufbau wäre eben jetzt kurz Rochade, D3, Dame E2, Springer B nach D2, und dann gucken wir mal. Der Springer arbeitet auch rückwärts. Der Springer überdeckt auch G4. Jetzt Dame E2 wäre ein klassischer Fehler gerade gewesen, weil dieser Läufer F5, der steht da normalerweise nicht. Ja, und da muss man ein bisschen aufpassen, was bedeutet denn, dass er da steht? Naja, ne, das bedeutet dann, dass er hier unten schlagen kann. Ne? Und deswegen spielen wir erst D3. Was auch jetzt G4 ein bisschen droht. Vielen Dank fürs Folgen. Der Jurx. Nee, Lurx, nicht Jurx, Lurx. Boah, ich denke, das wieder zum Augenarzt hier. Sieht die kleinen Buchstaben wieder nicht richtig. Ja, ja, also jetzt könnte man auch G4 spielen.
G4, H4. Oder Dame E2. Das droht dann E4, schlägt, Läufer zurück. F5, schlägt, Läufer H5, G4, gewinnt meine Figur. Ne? Wenn man das jetzt, wenn wir jetzt noch nicht G4 spielt, dann kann auf Dame E2, kann Schwarz H7, H6 spielen und einen Läufer bis nach H7 zurückziehen. Wenn man das nicht will, spielt man jetzt schon G4. Dann muss der Läufer ja nach G6. Dann Dame E2. Und wenn er sich dann mit H6 noch ein Luftloch machen will, dann kann man natürlich auf G6 schlagen und macht ihm hier die Bauernstellung schlechter. Hat allerdings dann auch hier auf G4 einen Bauern stehen, ne, der vielleicht auch ein bisschen ungesund weit vorne steht. Deswegen sind wir jetzt erstmal ein bisschen vorsichtiger und tun das nicht. Aber das muss er jetzt auch sehen, ne? Also eigentlich müsste er jetzt H6 spielen oder den Läufer nach G6 zurückziehen. Das geht auch. Alles andere geht, glaube ich, nicht. Also auch Springer D7 geht, glaube ich, jetzt nicht. Ne? Also starke Spieler haben das eigentlich schon im Blick, wenn sie den Läufer nach F5 spielen, dass sie dann irgendwie mal H7, H6 sehr zeitnah spielen müssen. Ja. Hat er, sehr gut. Ja, ist ein starker Spieler. Was rede ich denn? So, dann lasse ich mir jetzt auch noch ein bisschen Zeit mit E3, E4 und spiele, glaube ich, erst den Springer raus. Aber dazu werden wir ja vermutlich kommen jetzt, ne? So, jetzt habe ich aber so viel Kaffee getrunken. Jetzt muss ich mal kurz wohin auch der Kaiser zu Fuß geht. Und ein bisschen Bedenkzeit habe ich ja noch. Und dann bin gleich wieder da.
So, da bin ich wieder. Vielen Dank fürs Folgen. Uwe, 1347, A5, von Schwarz gespielt. Ein typischer Zug, auf den wir typischerweise mit Weiß immer mit A4 reagieren. Wenn wir mal gegen A5 nicht A4 spielen können, haben wir mit Weiß ein Problem. Hatte ich aber ehrlich gesagt noch nie. So, und Schwarz würde jetzt sehr gerne den Bauern wieder zurückziehen. Also A5 hat die Idee, A4 zu spielen. Die Idee ist ja auch richtig. Nur, wenn jetzt Weiß A4 dagegen spielt, dann steht der Bauer auf A5 schlechter als vorher auf A7 oder auch als auf A6, weil er jetzt hier auf A5 leichter angreifbar ist. Ich mache nochmal sowas hier, ne? Das heißt, der muss permanent gedeckt werden. Und das kann er nicht von einem Bauern, sondern das kann er eben nur von Turm, Dame oder Läufer oder Springer oder wie auch immer. Ja? Und auch langfristig in einem Endspiel neigt dann dieser Bauer zur Schwäche, zusätzlich zur Schwäche zu dem, was wir hier schon haben. Ja? Deswegen freut sich der Weißspieler immer, wenn Schwarz in diesem Stellungsmuster und wenn er den Doppelbauern in der C-Linie schon hat, A5 spielt. Er tut dies mit der richtigen Absicht, aber die Absicht verhindert man mit A2, A4, mit dem weißen Zug, den wir gerade gemacht haben. Und danach steht er schlechter da als vorher. Das passiert aber in 4 von 5 Partien, die dieses Stellungsmuster haben, spielt Schwarz A5. Ne? Und man spielt A4 und hat noch einen kleinen Pluspunkt jetzt für ein potenzielles Endspiel. Na, jetzt sieht man schon, der Turm von A8 ist weg. Ja, und damit ist, ich stürze mich jetzt nicht auf den A5-Bauern, ne? Aber ich behalte ihn im Auge. Ne? Und das wäre so ein typisches, da würde jetzt hätte jetzt Anatoly Karpov, von dem ich eben sprach, als großer Spieler der Vergangenheit, aber auch Magnus Carlsen, der so gesehen ähnlich ist wie Karpov, was seine Perfektion im Endspiel angeht und was das Sammeln von kleinsten Vorteilen angeht, bis aus mehreren kleinsten Vorteilen ein kleiner oder ein nicht mehr ganz so kleiner wird, den man dann gewinnbringend verwerten kann. Ne? Der hätte das ja auch schon abgebucht unter, ja, kleiner Vorteil, ne? Oder kleinster Vorteil. Mal gucken, was draus wird. Ja? Muss man aber nicht übers Knie brechen, der läuft ja nicht weg. Der A5, der steht jetzt da, ne? Ziemlich lange. So, worauf man immer ein Auge haben muss, sind solche Vorstöße. Ja? Der hier wäre jetzt ein Geschenk des Himmels für Weiß, weil dann spielt man E3, E4 vorbei und bekommt hier noch ein Mörderfeld. Auch das, stell dir mal vor, es könnte jetzt hier auf dieses Mörderfeld ein Springer hingehen. Der guckt ja dann auch nach A5. Ja? Und dann geht der hier von hier und dann guckt der auch nach A5. Ne? Alles mal. Ne? So, das hier ist der viel gefährlichere Vorstoß, den man im Blick haben muss. Ja, kann hier mal irgendwie irgendwas passieren. Ja? Weil jetzt muss man ja auch ein bisschen drauf achten. Ne? Also so ein Schlagen, dadurch, dass dieser komische Läufer auf der Diagonalen steht, kann das passieren. Nee, da wird man ja wahrscheinlich dann so schlagen müssen. Erstmal. Ne? Wenn er dann zurückschlägt, dann kann man so, ja, alles prima. Deswegen ist jetzt die Frage, was machen wir mit unserem Turm? Ne? Bringen wir den vis-à-vis dem schwarzen Turm gegenüber? Oder machen wir ganz was anderes, ne, und bringen das Ding nach B1. Für den Fall, dass sowas hier kommt, ne, und wir so schlagen müssen, dass wir dann hier mit dem Turm schon in einer sich dann öffnenden B-Linie stehen. Oder machen wir noch was anderes und spielen jetzt bereits E3, E4, um den Läufer zu vertreiben, weil dann kann der ja auch nicht mehr bis hier unten bis C2 gucken. Ne? Spielen also E3, E4 und anschließend den Turm nach D1. Ich glaube, das mache ich sogar. Wenn er den schlägt. Ja, aber auch was Ungewohntes, ne? Ja, das Unschöne hier ist, dass dann ein Bauer auf E4 steht, der zweifach angegriffen wird und dann eben auch zweifach gedeckt werden muss, was im Moment jetzt noch nicht der Fall ist. Also, ich glaube, warten wir noch ein bisschen. Spielen wir vielleicht doch erstmal Turm AD1. Weil das jetzt auch eine Stellung ist, vielen Dank fürs Folgen. Hallo Welt 1337.
Ja, Bauernsturm mit G4, ja, ist auch eine Option. Man muss aber nicht übertreiben. Und das ist jetzt eine Stellung, wo Schwarz auch Schwierigkeiten dahingehend bekommen kann, wenn er aktiv spielen will. Muss ich überlegen, was mache ich denn jetzt aktiv, ne? Also ist ja auch nicht ganz einfach, zu sagen, ja, ich mache jetzt mal nichts, ne? Mal gucken, was Weiß macht, ne? Man will sich ja mit jedem Zug auch irgendwie verbessern, ne? Das kann man natürlich auch, ne? Aber dabei kann man auch Fehler machen, ne? Und deswegen ist so ein ruhiger Zug jetzt wie Turm AD1 auch ein Zug nach dem Motto, ja, schauen wir doch mal, geben wir Schwarz doch auch mal Gelegenheit, positionellen Fehler zu begehen, positionelle Fehler zu machen, jetzt nicht irgendwie was einzustellen oder irgendeine in eine Gabel zu laufen oder sowas meine ich nicht. Vielen Dank fürs Folgen. X, Ass 3, noch zwei X, ne? Ja. Hier kann der Läufer auch hin. Ja, der ist gedeckt, ne? Aber, ne? Ich sag mal hier, ne? Hier Druck auf C5, ne? Und den vorziehen, na. Nicht so gut, ne? Schlägt, schlägt und dann Springer C6 mit Gabel, ne? G4, Bauernsturm ja. Geht der Läufer ja erstmal nach H7. Muss man schon vorher einen Plan haben, wie der Bauernsturm weitergehen soll. Denn was ganz schön ist, wenn der nicht auf G4 steht, hier ein Bauer ist halt, wenn sich irgendwo hier so ein Springer E8 ist möglicherweise gar kein schlechter Zug, auch wenn er so krampfhaft aussieht, ne? Ohne einen Bauern hier auf G4 hat auch eine Dame, ne, schnellere Möglichkeiten, sich an einem Königsangriff zu beteiligen. Es kommt angeritten, das Gabeltier. Ja, oh, haha, okay. Obacht. Ja, damit haben wir sowas, ne? Damit haben wir jetzt so ein Motiv. Ne, weil schlägt, upsabab. Das wäre nicht so gut, ne? Aber jetzt einfach Läufer A3. Was ist einfach? Also ich glaube, ich spiele jetzt Läufer A3. Dame B6 ist ein Motivzug. Der ist also, der ist auch gar nicht schlecht, ne? Alles richtig. Weil der guckt auch ein bisschen hier hin, ne? Fesselt ja im Grunde genommen noch nicht direkt, weil hier steht noch ein C5 dazwischen, aber indirekt Bauer E3, ja. Das heißt, irgendwann wird man sowieso mit dem weißen König nach H1 gehen, damit man sowas frei hat, ne? Jetzt würde das ja immer in so ein C4, C5, C5, C4 Abzugsschach reinlaufen. Aber ich denke, jetzt spiele ich den Läufer nach A3, weil jetzt ist ja so ein Vorstoß, läuft halt in ungedeckten Läufer auf E7, ne? Weil dadurch, dass die Dame nicht mehr auf C7 steht, deckt sie ihn auch nicht mehr. Aber klar, auf der anderen Seite kann jetzt das passieren. Ja. Dann spielen wir wahrscheinlich wirklich mal den König nach H1, denn ab jetzt sind alle E3, E4 Vorstöße müssen immer gegenrechnen, ob dann ein solches Abzugsschach für Weiß nicht so schön ist. Ich glaube, das wäre es auch nicht. Ja, Läufer D6 ist gut. Läufer D6 ist gut. Deswegen spielen wir jetzt König H1. Oder Springer F3. Auf Springer F3 geht E3, E4 nicht mehr. Ne? Klar, wenn wir jetzt König H1 spielen, kann er sich überlegen, ja, vielleicht doch mal hier zu schlagen. Schlägt, schlägt, ne? Allerdings hier nach, hier nach. Ja, weiß man nicht. Springer F3 geht auch. Ach so, Moment. Schlägt, schlägt. Dann geht das nach G4.
Gut, Springer F3 ist auch nicht so schlimm, aber muss man das zulassen? Das ist jetzt die Frage. Muss man das zulassen oder spielt man wirklich Springer F3? Das hier läuft ja dann immer. Das geht, dann geht. D3 schlägt nach C4, weil dann hier unten nichts mehr hängt, weil dann die Dame von E2, C2 deckt. Ja, das hilft mir wahrscheinlich tatsächlich jetzt erstmal Springer F3. Ja. Oh, ich bin schon wieder auf 6,5 Minuten runter, ne? Und laufe Gefahr, die Stellung nicht ernst genug zu nehmen. Vielen Dank fürs Folgen. Silikon 342. Der Turniermodus-Befehl, sorry, den der Bot hier immer reinschreibt, so alle 10 Minuten, der ist veraltet. Das war der letzte Stream, den habe ich vergessen rauszunehmen, aus dem Timer rauszunehmen. Im letzten Stream hatten wir ja hier Übertragung, letztes Wochenende, ne, letzten Sonntag, den vierten Spieltag der World Chess League Live. Ja, und da habe ich im Turniermodus gespielt, also mit weitgehend deaktiviertem. Das verstehe ich nicht. Das ist jetzt nicht unnötig. Naja, wie auch immer, mit weitgehend deaktiviertem Chat. Da haben wir ja mit unserem Mannschaftsteam hier von den Feuervögeln gegen ein chinesisches Team gespielt, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe oder den mir nicht merken konnte. Und die hatten ja am ersten Brett eine Damengroßmeisterin aufgestellt, ne? Holla, holla. Da bekam ich mal schwer was zu tun. Da gibt's auch ein paar interessante Videos zu auf meinem YouTube-Kanal, auf den ich da dahingehend mal gerade verweise. So, jetzt spiele ich den König aber in die Ecke, damit ich hier keine Diskussionen mehr habe, ne, mit irgendwelchen Abzugsschach. Vielen Dank fürs Folgen, Henningberg. Henningberg mit Doppel-B in der Mitte, ne? Ja, Henningberg. Nee, Beberg. Spaß. Ja gut, Läufer H7 war kein schlechter Zug. Er war nicht erzwungen oder genötigt, aber natürlich, ja, wenn einem nichts anderes einfällt, dann sieht man, es ist schon eine Verbesserung, dass der Läufer auf H7 steht und nicht auf F5. Okay, er hat jetzt weniger Druck, weniger Kontrolle oder mit Kontrolle Druck über das Feld G4. Ne, das ging ja von hier aus. Aber das hier sind auch keine Tritten mehr. Ne? Ein etwaiges E3, E4 tritt kein Läufer auf F5 mit Tempo, weil da keiner mehr steht. Auf der anderen Seite ist man jetzt auch mit Weiß wieder ein bisschen freier, vielleicht sowas zu spielen. Das zielt, ne, weil aber dann gibt es ja hier sowas nicht mehr. Das zielt dann zum einen auf A5, aber eher noch auf H4. Ja, in Richtung auf das, was wir eben hatten, das Thema Königsangriff, ne? Weil wenn die Dame schon da steht, ne, die wird, dann wird sie vielleicht auch nach H3 zurückgetrieben, zum Beispiel durch Läufer E7, ne, zielt der Läufer auf H4 durch den Springer hindurch, dann zieht man die Dame vielleicht nach H3, aber dann ist G4 schon eher ein Thema. Ne? Jetzt steht hier unten auf G1 auch kein König mehr, der in der Ecke steht, das bedeutet aber auch, das Feld G1 ist auch frei für einen weißen Turm, ne, der dann hier mit unterstützen kann. Vielen Dank fürs Folgen. Sandboxy 97. Ich tippe mal darauf, dass das der Geburtsjahrgang ist. Ne? So, und das ist ein typischer, ja, vergleichsweise typischer. Das mit dem Läufer auf H7 ist ein bisschen ungewöhnlich. Aber ansonsten so von vielen Merkmalen der Stellung, Schach ist ja kompliziert genug, ne? Da ist man schon froh, wenn man ein paar Merkmale wiedererkennt. Und bei ein paar Merkmalen dieser Stellung ist das halt schon recht typisch einfacher Feuervogel. Was ist dann für ein Weißspieler, der den Feuervogel öfters spielt, in der Praxis leichter macht als für einen Schwarzspieler, der sagt, was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gehabt. Ja. Und deswegen ist der Feuervogel als Eröffnung
bei Großmeistern, ich sage nur Vincent Keimer, ne, guckt euch das Video an von ihm, was er zum Feuervogel sagt im aktuellen Sportstudio, ist das, mal gucken, ist das fürs praktische Spiel eben wirklich zu empfehlen und hat Aussicht auf Erfolg im praktischen Einsatz. Und wer sich dafür interessiert, den verweise ich auf meine Moritex-Website, wo ihr zu meinem komischen Eröffnungsrepertoire, zum Feuervogel mit Weiß, also der Bird-Eröffnung F2, F4 und zum Dark Knight System, Spieler C6 gegen fast alles, reichlich Stoff bekommt, um euch damit zu beschäftigen. So, hier hatte ich jetzt gedacht, dass das der Springer auf D7 unterbricht natürlich auch das hier, ne? Also der Läufer auf D6 ist jetzt, der ist jetzt ungedeckt. Ne? Also der darf nicht wegziehen, sonst fällt der. Ne? So, jetzt ist die Frage, ob man sowas zum Beispiel machen kann. Oder ob das Sinn macht. Sagen wir so. Ne? Dann schlägt er wahrscheinlich hier. Und schlägt man hier. Das Problem ist, dass man diesen Läufer hier weckt. Wenn der Bauer nicht mehr auf D3 steht, ne, dann weckt man tatsächlich diesen Läufer. Ne? Ist die Frage, ob man das will. Ne? Oder ob man jetzt sogar selber aktiv hier schlägt, dann schlägt der Turm zurück und dann geht man mit dem Springer rein. Weil, wenn er den so schlägt, weiß ich nicht. Er will ansonsten vielleicht auch eh so vertreiben. Ne? Das reizt mich jetzt. Das reizt mich jetzt. Klar, wenn die beiden verschwinden, dann sind hier auf lange Sicht ungleichfarbige Läufer. Das stimmt schon, aber nur auf lange Sicht ein Thema. Dame H5. Das ist halt dann immer ein bisschen doof. Nee, Quatsch, der haut ja dann erst da rein. Wegen dem hier, ne? Frage ist, ob jetzt tatsächlich jetzt ein Bauernsturm angesagt ist. G4. F6. Ja, schwächt aber auch den, ne? Den zurück. Komm, spiel mal. Sowas, sowas und dann das. Ja, ja, gut. Da habe ich ja noch ein Feld, ne? Also das glaube ich nicht. Ne? Also E6, E5, da, dann. Ja, aber dann spiele ich den noch vor. Und dann, danach, ja. Uah. Okay, das geht ja in die Abteilung klassischer Fehler. Behaupte ich mal. So, jetzt spiele ich den. So. Jetzt gucke man sich diesen Läufer an. Der ist ja jetzt mal gerade eine Katastrophe. Ja? Also der muss jetzt mit König H8 und Läufer G8 wieder rausgebracht werden. Das ist auch richtig, also das geht auch noch. Aber dann hat er ja auch nur eine Perspektive erstmal bis hier. So, und jetzt stellen wir mit Springer D2 und Springer C4 den dahin. Also das ist jetzt wieder gemalt.
Ui, ein anonymer Geschenkgeber hat ein Abo verschenkt. Herzlichen Dank. Also ich danke und S4Titis, glaube ich, dankt auch. Ne? Bitte S4Titis. Oder so. Herzlichen Dank. Die Abos machen mir mein Schachleben leichter. Denn die stützen die Kaffeekasse. Ja, ist gut. Und jetzt spielen wir den Springer nach C4. Also das hier ist gut für für Weiß. Wie gut sei dahingestellt. So, jetzt spielen wir den. Warum? Dann spielen wir den. Und danach sogar noch Dame E1. Und da ist jetzt die Frage, ob er das wirklich alles noch schnell gedeckt kriegt. Dann muss ein Turm hier rüber, da muss der Läufer darüber, ne? Und der Springer hier steht mordsmäßig. Das hier sind auch zwei Züge, die Zeit kosten. Und man sich fragt, lässt man den sich dann hier abtauschen? Oder nicht? Denn wenn die dann verschwinden, der gegen den, neben Taktik und so, spielen wir den. Das war jetzt, glaube ich, die falsche Reihenfolge, die er gespielt hat, ne? Den kriegt er jetzt. Jetzt verliert er, glaube ich, sogar wirklich einen Bauern. Neben Taktik und Angriff hier, das geht ja auch alles immer noch, darf man eben auch langfristig die Auswirkungen auf ein Endspiel nicht vergessen. Und wenn sich tatsächlich mal der gegen den tauschen würde, was jetzt, glaube ich, gar nicht mehr der Fall ist, dann blieben ja die beiden übrig. Und jetzt guckt euch mal die schwarzen Bauern an, ne, die ja durch die Bank auf schwarzen Feldern steht. Das ist zunächst mal ein Zeichen dafür, dass der schwarzfeldige Läufer von Schwarz schlechter ist als der von Weiß. Aber ich glaube, er verliert jetzt wirklich einen Bauern, weil Dame E1 gibt's ja auch noch. So, jetzt stehen wir dreimal auf A5 und er hat's nur zweimal gedeckt und ich sehe jetzt nicht, wie er ihn ein drittes Mal deckt. Ich wüsste nicht wie. Ich wüsste nicht wie. Und dann ist das passiert, was ich eben sagte, als Schwarz vor wie viel Zügen auch immer, im 12. Zug, also vor 16 Zügen, A7, A5 gespielt hat. Ne? Da habe ich ja gesagt, Kinder, der wird schwach. Ja. Das ist nicht zwingend, dass man den dann immer kriegt. Gott bewahre, ja. Aber den verstehe ich gar nicht. So. Eigentlich nicht so schlagen. Ja? Klar könnte man Kunst der Vereinfachung auf Damentausch gehen, aber der Läufer ist doch eigentlich so schlecht. Wobei, wenn wir mit dem Springer schlagen, ja, dann ist der Läufer so schlecht, dann schlägt er ihn so und dann hätten wir auf lange Sicht vielleicht dann doch wieder ungleichfarbige Läufer. Naja, nee, das ist dann vielleicht doch nicht so gut. Also dann lieber den schlechten schwarzfeldigen Läufer von Schwarz jetzt abtauschen, wenn er das macht, ne? Und einen Mehrbauern haben. Aber der Mehrbauer ist dann auf lange Sicht in einem Leichtfiguren-Endspiel Springer gegen Läufer und nicht in einem Leichtfiguren-Endspiel potenziell ungleichfarbige Läufer. Deswegen so. Ihr müsst doch dran denken, wenn sowas kommt. Wie schlage ich jetzt? Warum, weshalb, wieso? Ja, warum? Weil, wenn sich jetzt die Läufer tauschen, die beiden Schwarzfeldigen, entstehen keine ungleichfarbigen Läufer für ein wie auch immer geartetes Endspiel. Weil Schwarz hat ja wahrscheinlich jetzt die Idee, irgendwie noch. Und deswegen hat er wahrscheinlich Turm F7 gespielt hier, ne? Mit G7, G6 hier eine G-Linie zu öffnen und mit den Schwerfiguren dann irgendwas Angriff gegen den weißen König zu machen. Ich sehe gerade im Moment nicht, warum mir das gefährlich werden sollte, aber irgendwas muss er ja machen, ne? So, und jetzt bieten wir auch mal Damentausch an. Weil, stimmt ja, dem kann er ja kaum entgehen, weil wenn er die Dame jetzt wegzieht, dann hängt ja auch C5 noch. Na? Na gut, aber die Damen tauschen wir. Die Kunst der Vereinfachung. Damen tauschen. So, jetzt Turm G1. Wir haben auch nichts dagegen, dann über einer sich öffnenden G-Linie alle Türme zu tauschen.
Ah, er will hier hin. Jetzt König aus der Ecke, der war jetzt lang genug in der Ecke. Ich spiele den König jetzt nach F2 und nicht nach F3. Weil ich nach Tauschen auch den anderen Turm nach G1 spielen will. Das kann ich ja nicht, wenn der König auch auf F3 steht. Ja, das ist richtig, dass er das spielt. Allerdings, jetzt kommt man zum Beispiel schlagen. Da muss er ja erst mit dem Turm zurückschlagen, nehme ich mal an. Und dann kann man noch Springer A5 spielen. Das greift den hier an. Wenn er den behalten will, muss er nach C7 zurück und man kann sich auf die Dingens stellen, ne? Genau. Also schlagen wir den zuerst weg. Man kann sich auf die Dingens stellen. Also Dingens ist jetzt die G-Linie. Ja, Flitzefitz meint, der Läufer ist ja sehr, sehr traurig. Das ist schon richtig im Moment, aber der hat die, ups, die Perspektive, die der Läufer hat, ist die hier. Ja, und dann ist das hier und ne, die Basis anzugreifen, etwas, was man zumindest im Blick haben sollte. Deswegen gehe ich jetzt erstmal auf die G-Linie mit Schach. Und vielleicht spiele ich jetzt tatsächlich sogar den. Dann geht der Läufer nämlich nicht hier hin. Also das Turmendspiel, das kann er nicht machen. Ne? Also mit dem Freibauern. Die Idee jetzt, ich glaube, König H7 war ein Fehler. König hätte auf der anderen Seite laufen müssen. So, wenn ich den jetzt hier spiele, ja, und er greift den an, dann spiele ich den, was den angreift. Es gibt ihm jedenfalls Möglichkeiten, Fehler zu machen. Ja, dann wenn ich Springer D6 spiele und wenn er hier runter geht. Warte mal, Springer D6, Turm D7, König dahin. Den spielen wir. Die Idee ist, dass der Turm die siebte Reihe nicht gut verlassen darf. Ja? Also er darf jetzt auch die Türme nicht tauschen. Ja? Damit verlässt der Turm ja auch die siebte Reihe, weil er abgetauscht ist, weil dann Springer B7 kommt und der C5 auch noch fällt. Aber ich habe jetzt 1:49 auf der Uhr. Ich soll weniger erzählen und mehr machen. Der und dann Turm G6. Ja? Dann fällt F6. Ja, wunderbar. Also König H7 war auch eine Ungenauigkeit. Man muss im Schach schon unterscheiden zwischen Patzern, Fehlern und Ungenauigkeiten. Und das, was den Amateurspieler und vom Meisterspieler unterscheidet, ist nicht so sehr die Anzahl von Patzern, also Blundern, wo man wirklich was einstellt und hinterher sagt, ach Gott, ich Idiot, ne? Und auch Fehler, die man im ersten Moment noch nicht erkennt, aber im zweiten klar ist, ach ja, stimmt, das habe ich nicht gesehen, sondern die Ungenauigkeiten. Ja, nee, das Turmendspiel, da kann ich nicht drauf einlassen. Das kann er mir nicht erzählen. So, das Turmendspiel, das kann es nicht sein. Aus einem einfachen Grund, ne, wir spielen jetzt Turm G6, ne? Der König kann nicht mehr raus. Ja? Das geht nicht. Und der Turm muss jetzt ja den Bauern F6 decken. Wenn der aber hier immer zwischen F6 und F7 hin und her. Ja, das war jetzt seine Hoffnung, dass er irgendwie jetzt noch so einen Durchbruch hinkriegt. Aber ich schlag den ja so. Und Patt ist nicht, ne? Also hier hat der König Felder. Ich schlag so herum.
Gut, ja, jetzt erlaube ich mir noch den Spaß und spiele den, was heißt Spaß, und spiele den König ran. Ja, jetzt kommt der König noch hier ran. Jetzt spielen wir vielleicht sogar noch das und das. Und irgendwann fängt er an zu laufen. Also nicht irgendwann, ne? Sondern, ja, da hatte, wollte er jetzt noch was gegenspielen, ist okay. So, aber jetzt fängt er einfach an zu laufen. Nein, den hätte er sich jetzt schon so abholen müssen, um auf den dann wenigstens den noch zu haben, um so herum zu versuchen, noch was mit dem H-Bauern zu machen. Deswegen habe ich H4 gespielt, ne? Weil so. Gut, man kann jetzt natürlich auch noch sowas hier machen, ne? Lass mal gucken, ob das nicht sogar noch schöner ist. Also mit dem König hier rüberlaufen. Das Einzige, was man berechnen muss, ist, ob er dann irgendwann mal, ne, wenn man, was weiß ich, was hier steht, den spielen kann. Den, aber ich glaube nicht. Deswegen machen wir das mal. Ups. Weil wenn er sich entschließt, hier rüber zu ziehen, dann würde ja jetzt nach Turm schlägt F6 der Bauer fallen, aber auch auf der sechsten Reihe der weiße Turm den weißen A-Bauern decken. Deswegen war das keine gute Idee von ihm. So, jetzt machen wir das einfach, ne? Dann laufen wir hier rüber. Die Alternative wäre einfach gewesen, den vorziehen. Er schlägt, man schlägt hier und gewinnt das. Aber so ist eigentlich schöner. Und eine Pattfalle gibt es halt nicht, ne? Und das hier schlägt den. Das ist dann einfach zu langsam, ne? Den noch nicht mal, sondern. Ja, gibt er auf. Was klappt. Was gab's hier zu analysieren? Mal gucken, wo die Engine die Fehler anzeigt, ne? Also ich zeige sie mit Sicherheit woanders. Sorry, Fenster wechseln. So. Also der rote Balken hier oben, der kommt öfters, wenn eine Partie analysiert werden soll. Offensichtlich sind die Server von chess.com mal gerade wieder am Anschlag, jedenfalls was die Analysefunktion angeht. Und da muss man nochmal auf Wiederholen klicken. Meistens klappt es dann. Meistens klappt es dann. Ne? So, und dann nochmal Partie nochmal ansehen. Was haben wir denn für Genauigkeitswerte? Hui! Ich habe mit 90,2 gespielt. Das ist viel. Die 83,6 aber für einen Gegner mit einem Rating von unter 1100 sind auch viel. Da bist du eigentlich hier, ne? Also können wir Amir toll sagen, also eigentlich bist du damit weit über 2000. Das wird sich auch hier unten bestätigen wahrscheinlich. Ja, ja, ne? Diese Berechnungen sind auch eher was für einen Spaß. Aber was schon richtig ist, dass der Schwarzspieler hier über dem Niveau seiner eigenen Rating-Zahl gespielt hat. Naja, aber wie komme ich auf einen Genauigkeitswert von 90,2? Wundert mich dann vielleicht jetzt doch nicht so sehr in der Partie, weil hier war ja vieles für einen Feuervogelspieler quasi aus dem Stand zu spielen. Ne? Also was man kennt, was man weiß, das muss man ja nicht erarbeiten am Brett. Das ist wie in der Klausur, ne? Also Dinge, die ihr wisst, ne? Ja, die schreibt da runter als Lösung. Da müsst ihr nicht groß rechnen, ne? Hast jetzt vielleicht ein bisschen platt gesagt, aber ist so, ne? So, und hier ist für mich der entscheidende Punkt, wo man anfängt mit Weiß drüber nachzudenken, die Partie zu gewinnen. Läufer schlägt C6. Und das hatten wir hier ein bisschen später als normal. Hier. So. Bis hierhin ist alles gut. Dieses Läufer F5 ist
ein bisschen, kommt seltener vor, wird, ist ein bisschen ungewöhnlicher, ist aber nicht uninteressant und ist von mir auch noch nicht sozusagen final, was Motive angeht, zu Ende analysiert. Aber hier ist das für mich ein Fehler. Hier schreibt die schreibt die Engine von chess.com, hier schreibt, Springer C6 ist gut. Nein, ist es nicht. Tut mir leid. Also, und je länger sie drüber nachdenkt, ihr seht, jetzt fängt sie an zu rechnen und jetzt sagt sie auch, naja, das wäre vielleicht das, was sie als erstes empfiehlt, und da hat sie völlig recht. Das ist der Zug, den ich hier jetzt auch ganz klar empfehlen würde. Ich würde vielleicht sogar jetzt hier irgendwie sowas versuchen zu spielen, auch wenn die Engine das nicht so toll findet, um dann auf D, das zwingt dann irgendwann Weiß dazu, auf D7 mit dem Läufer zu schlagen. Und dann entsteht halt kein Doppelbauer. Denn das, was Schwarz hier gespielt hat und was die Engine zuerst gar nicht so schlimm findet und auch jetzt, boah, ja doch, jetzt fängt es an. Je tiefer sie rechnet, umso mehr, ne, umso mehr folgt sie meiner Einschätzung. Das ist jetzt schon fast ein halber Bauernpunkt Unterschied in der Bewertung. Aber Bauernpunkte hin, Bauernpunkte her. Warum ist das nicht so gut? Weil durch das Schlagen das entsteht. So. Und das hält eine Engine natürlich Remis. Wir reden hier von der Stockfish 16. Ja, stärkste quasi fast, was, ich kenne mich da nicht aus, aber jedenfalls was auf dem freien Markt zu haben ist als, als Computer-Engine. Ja, eine Engine hält das mit Schwarz Remis, aber ich spiele ja nicht gegen eine Engine. Ne? Schon ein internationaler Meister wird Probleme haben, in dieser Konstellation zu spielen. Da muss jetzt Weiß auch schon Fehler machen, um in Schwierigkeiten zu kommen. Das ist eigentlich schon eine Stellung, eine Feuervogelstellung, die auf, wo die Partie auf zwei Ergebnisse ausläuft. Weiß gewinnt oder Schwarz hält Remis. Gewinnaussichten für Schwarz sehe ich ja kaum noch. Ja, weil die Pläne sind klar. Ne? Man stellt sich mit dem Springer hier zentral rein. Ja? So, kurze Rochade. Diese ganzen Züge. D3, Dame E2, Springer B nach D2. Es gibt mit Sicherheit Besseres, aber ihr seht schon, ja, und die Engine-Bewertung, der weiße Balken wächst peu à peu immer ein kleines bisschen höher. Ja? A5 sagt, die Engine ist gut. Gleichzeitig sagt sie aber, hoppala, ja, jetzt ist der weiße Balken noch höher gestiegen wegen A4. Da sagt sie eine Ungenauigkeit. Die hätte nicht mal eine Tassen im Schrank. Die will jetzt G4 spielen oder irgend so ein Käse. Wenn ich die jetzt eine halbe Stunde rechnen lasse, dann sagt sie auch, nee, Moritex, du hast recht, A4 ist nicht fragwürdig, ist auch keine Ungenauigkeit, das ist genau das Richtige. Den Grundsatz merken für Feuervogelspieler. Wenn Schwarz A5 spielt, in diesem Stellungstyp, wo wir hier diesen Doppelbauern haben, dann spielt ihr A4. Schwarz soll nicht zu A4 kommen. Fertig. Egal wann, wie, wo, weshalb, warum. Ihr spielt A4. Und der Bauer wird dauerhaft eine Schwäche. Und diese Partie ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie das Ding dauerhaft eine Schwäche wurde. So, jetzt kann man noch gucken, ob es hier vielleicht noch irgendwo was Schnelleres zu gewinnen gab. Läufer A3 soll ein Fehler sein, warum das denn? Ja, also die Idee mit G4, ja, die auch einige von euch im Chat eben hattet, ja, die ist gut. Ja, kann man spielen, muss man aber nicht. Und das ist das Schöne am einfachen Feuervogel. Man kann nur sagen, nö, ich spiele das. Auch wenn da ein Fragezeichen dran kommt. Ja, warum? Ja, Läufer D6. Und schon stehen wir wieder bestens. Springer DF3 findet die Engine wieder nicht so schön. Ja, aber ne? Und alles natürliche Züge, die hier entstehen. Und Schwarz bekommt zunehmend Probleme. Ne? Jetzt sagt die Engine sogar, Schwarz stünde ein bisschen besser. Naja, viel Vergnügen. Ne? Boom, was ist passiert? Da sagt die Engine, ist immer noch gut. Ne? Ja, aber nicht so. Und jetzt nach D4, und da ist, bin ich mir mit der Engine einig, ist die Stellung positionell verloren. Und da muss der jetzt wirklich schon anfangen zu rechnen und sagen, ja, der muss halt das spielen. Ne? Naja. Puh. Auch nicht einfach, ne? Den. So. Und das hier geht natürlich nicht, weil der Turm hängt. Deswegen kommt ein menschlicher Spieler auch gar nicht auf die Idee, hier in dieser Stellung das zu spielen. Weil wegen schlägt, ja, jetzt kann man ja nicht zurückschlagen, weil ja dann hier unten hier ein Turm hängt, ne? So, da hört ja jeder Mensch auf, jedenfalls jeder Mensch, den ich kenne, hört auf zu rechnen, ne? Und die Engine sagt, ja, aber vielleicht kannst du irgendwie so noch irgendwas weiter retten, ne? Na prima, erstmal am Bauern weniger, ne? Und der kommt so schnell nicht wieder, ne? So, stattdessen F5, D4, ja, und das ist positionell für Weiß gewonnen und für Schwarz verloren. Und das macht, wie ihr gesehen habt, natürlich auch einen Heidenspaß, sowas zu spielen. Das ist zum Kneten. Ja, das ist zum Kneten. Da wird sich Magnus Carlsen jetzt erst noch mal eine Kanne Kaffee aufsetzen, aber vielleicht sogar einen koffeinfreien. Ich glaube, das ist ja, so kann man das nennen. Das ist eine Stellung, eine Magnus Carlsen koffeinfreier Kaffeestellung, wenn es das gibt. Weil er weiß, es wird dauern.
Ja, aber er muss sich nicht mit Koffein pushen, weil es spielt sich entspannt. Ne? Man muss nicht auf dem Level sein. Also hier kann man auch mit Weiß den einen oder anderen Zug nicht den besten, sondern nur den drittbesten oder den viertbesten spielen. Die Pläne sind soweit klar. Und ihr habt ja auch gesehen, wie es gelaufen ist dann. Ne? Das knetet man. Und das ist eine Quälerei für Schwarz, sowas zu spielen. Ne? Das ist eine Quälerei, sowas zu spielen. Ne? Mit Schwarz. Man stelle sich das jetzt auch in einer langen Partie vor, im Mannschaftskampf. Ne? Boah, wo die Kollegen sagen, ja, klammer noch irgendwie was. Ne? Es steht, was weiß ich, es steht 3,5 zu 3,5. Du musst es irgendwie halten. Oh Gott, ne? Willst du nicht haben. Was dann noch, glaube ich, wichtig war und ein bisschen lehrreich, ein bisschen instruktiv ist, hier, in dieser Stellung jetzt zu entscheiden, wie man schlägt. Ne? Gut, ich habe es erzählt während der Partie, aber ich wiederhole es nochmal. Schlägt man mit dem Springer oder schlägt man mit dem Läufer? Und die Überlegung, die ich hier habe, war, nicht so zu schlagen, weil wenn dann das passiert und das passiert, dann steht man, ihr seht es an der Engine-Bewertung mit Weiß, immer noch auf Gewinn, hat aber trotzdem ein grundsätzliches Problem oder muss auf eine Sache dann die ganze Zeit aufpassen, dass nicht irgendwann doch die ungleichfarbigen Läufer ihre Wirkung entfalten. Und die Wirkung von ungleichfarbigen Läufern ist, dass sie sich gegenseitig neutralisieren. Warum neutralisieren sie sich? Der eine Läufer läuft, Schachbrett hat ja 64 Felder, ne? Aber hier läuft ja der eine Läufer nur auf den 32 schwarzen Feldern rum und der andere Läufer läuft auf den 32 weißen Feldern rum. Das ist wie Plus- und Minuspol einer Batterie, das berührt sich nie. Ich kenne mich in Elektrotechnik ehrlich gesagt nicht so aus, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich Quatsch gesagt habe. Aber jedenfalls, die Läufer begegnen sich nie. Die können sich nicht, da kann keiner abtauschen, die können sich nie begegnen. Und das bedeutet auch, dass sie das Bauern, zum Beispiel wenn Schwarz oder wenn Weiß seine Bauern, seinen Mehrbauern so vorlaufen lässt, dass der irgendwann ein weißes Feld überqueren muss, ne? Was ja zum Beispiel hier das Feld A6 sein könnte. Und der schwarze Läufer von H7 dann irgendwann auf C8 steht und das blockiert, dann kann ein weißer A-Bauer dieses Feld, ich mache mal ein paar Pfeile weniger, so, hier steht ein Läufer, ne, und überdeckt das Feld A6, und ihr müsst euch die Damen und die Türme wegdenken, und der weiße A-Bauer steht schon auf A5 und will nach A6. Der kommt da nie hin, und der eigene weiße Läufer kann ihn dabei nicht unterstützen, weil der nur über die schwarzen Felder läuft. Das ist das Problem für die Seite, die mehr Material hat, die eigentlich auf Gewinn steht, wenn ungleichfarbige Läufer in der Luft liegen oder wenn sie entstehen können. Und diese Möglichkeit würde ich hier in der Stellung dem Gegner Schwarz nie einräumen und würde deswegen wieder das tun, was ich hier auch gemacht habe, nämlich mit dem Läufer schlagen. Für die Engine ist das eine so gut wie das andere. Ne, die sieht da keine Unterschiede. Ne? Aber sie ist halt eine Engine. Und fürs menschliche Spiel macht man sich oder verschafft man Schwarz die theoretische Möglichkeit, auf die Idee Remis halten durch ungleichfarbige Läufer zu spielen. Wenn man mit dem Springer schlägt. Wenn man mit dem Läufer schlägt, nicht. Hinzu kommt, dass man eben jetzt hier nach dem Läuferschlagen eben auch direkt mit der Dame zurücknehmen kann. Ja, und dann hängt jetzt C5, wenn sich Schwarz dem Damentausch entzieht. Das wäre jetzt nicht so dramatisch, weil diese beiden Bauern von Schwarz sind sowieso nicht viel mehr wert als einer. Ne? Wenn da einer fällt, ja, dann ist rechnerisch ein weiterer Mehrbauer auf der weißen Seite, der aber fürs Spiel jetzt nicht so viel Unterschied macht zu der Stellung, die wir jetzt auf dem Brett haben. Ne? Zusatzfeld hatte noch gefragt, ob nicht auch ein Zwischenzug C4 schlägt D3. Das wird wahrscheinlich gemeint sein. Moment. Hier. Zack, hier jetzt C4, den und jetzt den Zwischenzug. Ja, ist eine interessante Idee. Ist ja mit Tempo, ne? Würde ich ja schon mal sagen. Boah, die Engine weiß jetzt auch nicht so richtig, was sie will. Ich meine, spontan hätte ich jetzt nicht mit dem Bauern geschlagen, weil dann hängt ja B3 auch, ne? Also ich meine, wenn man das hier macht, dann fällt der. Und dann sagt die Engine so. Also die Bauernstellung scheint ein bisschen gesünder auszusehen,
als wenn man auf diesen Zwischenzug mit dem Turm nimmt. Aber auch dann. Nee, so ist besser, ne? Und dann kommt jetzt E4. Das geht ja wieder nicht. Ne? Das ist ja mindestens die Qualität, ne? Also das glaube ich nicht, dass man das machen kann. Naja, wenn dann der kommt. Was spielt man denn dann? Ne, das kann es nicht sein, ne? Ja, ist richtig. Das ist gut. Ja, deswegen ist wahrscheinlich sogar C5, C4 gut. Guter Hinweis, Zusatzfeld. Ja, ja, erstens Doppelbauer aufgelöst, ne? Nicht nur das. Ja, ist richtig. Deswegen, ja, alles klar, deswegen verstehe ich. Deswegen war Schwarz, also deswegen ist die Engine hier mit der Schwarzstellung auch noch sozusagen nicht so ganz unzufrieden. Ne? Aber das heißt, in dieser Stellung führt das hier zur Katastrophe und das hier zu einer, kann man so fast sagen, guten Stellung für, also sagt die Engine, ich finde das ein bisschen überbewertet. Ne? Also hier das Schlagen, auch jetzt C schlägt D3, Dame schlägt D6, ja, Turm B1 oder Springer D2, ne? Das hier ist wieder was für Engine-Freunde, ne? Das ist wieder was für Engine-Freunde. Weiß ich nicht. Nee, also würde ich wahrscheinlich tatsächlich eher das spielen. Aber gut, wenn wir eh in der Engine-Analyse sind, also das ist die Idee, den hier stehen zu lassen, ne? Nach dem Motto, wenn der hier schlägt, dann schlagen wir hier und schlägt er zurück und dann spielt wahrscheinlich Springer schlägt E5. Nee, noch nicht einmal. Ja doch, Springer schlägt E5. Nee, Springer schlägt E5 ist es nicht. Dann spielen wir E4. Dann hängt er ja wieder, ne? So, wenn der vorzieht, dann nehmen wir den erst, damit er hier ein bisschen schwächer ist. Ja, aber das ist Engine-Schach. Ne? Das ist Engine-Schach, das ist sozusagen kein menschliches Schach. Ne? Ja, schlägt F8, schwarz nach Turm, nicht wieder einen Zwischenzug mit E4, mein Sledge. So, hier schlagen, also das haben wir nicht, ne? Weil der hier unten schlägt. Das haben wir nicht, den Zwischenzug. Ne? Also auf C4, Läufer schlägt D6, C4 schlägt D3, haben wir das hier nicht, weil die Dame fällt und auch noch beide Türme in der Gabel laufen. Ne? Das haben wir nicht. Deswegen den Zwischenzug. Ah, das meintest du wahrscheinlich. Ah, Entschuldigung. Ja, Sledge, da hast du völlig recht. Jetzt hat man den hier, ne? Weil wenn jetzt der Turm hier geschlagen wird, weiß ich nicht. Ja, mit der Dame zurück, König nimmt, der steht halt scheiße, ne? Und Königszüge, die Engine hier vorschlägt, würde ich gar nicht machen. Ich hätte jetzt an sowas hier gedacht. Aber da muss der König hier runter, um das hier zu überdecken. Aber das ist dann eine komplett andere Stellung. So, auch deswegen ist C5, C4 so gut von Schwarz. Ne? Weil jetzt sich hier, hatte eben auch jemand schon reingeschrieben in den Chat, der Doppelbauer hier aufgelöst hat, ne? Den wir hier eben hatten. Und das ist jetzt eine komplett andere Stellung. Hm? Dero Halben ist auch insofern diese Geschichte hier sehr lehrreich, weil ihr als Feuervogelspieler einfacher Feuervogel grundsätzlich immer auf D4 und C4 achten müsst. Auf der anderen Seite müsst ihr immer achten, kann man F4, F5 vorziehen, wie wir das hier gemacht haben, alles prima. Ihr müsst auf D4 und C4 immer achten. Auf D4, hier, müsst ihr im Grunde genommen nur achten im Sinne von, ich freue mich, ne? Wie es hier in der Partie auch gekommen ist. Yippie, 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 vorbeiziehen, also nie schlagen auf D4, ich wüsste nicht wann. Also man soll im Schach nie sagen, aber die Stellung möchte ich sehen, wo man sinnigerweise schlagen sollte. Nie schlagen, vorbeiziehen und dann dieses mördermäßige Feld mit dem Sprenger besetzen. Ja? Und wenn Schwarz zu diesem Vorstoß kommt, dann euch entweder freuen, weil er sich verrechnet hat, oder euch ärgern, weil er damit Entlastung und Ausgleich bekommt. Ja? Deswegen sollte man das nach Möglichkeit verhindern. Gut. Das wäre es für heute gewesen. Puh, das waren, glaube ich, was waren noch? Drei Partien. Ne? Gut, die erste war ein bisschen komisch, ne? Aber die anderen sind ganz gut gelaufen und waren auch halbwegs instruktiv. Und damit ist das Moritex-Programm für den Sonntagmittag beendet.
Es wird in der nächsten Woche wieder ein paar vorbereitete Videos auf YouTube geben und auf meiner Patreon-Seite, ne? Also hier zum Thema Feuervogel und The Dark Knight Rises. Wer sich dafür interessiert, schaut einfach mal auf meiner Hauptseite moritex.de nach. Da findet ihr die ganzen Links und Hinweise dazu. Und ja, ansonsten wieder live nächstes Wochenende dann, ne? Mit Livestream, nehme ich mal an. Ne? Vielleicht früher, vielleicht auch unter der Woche, mal, muss man mal gucken. Ne? Discord-Server abonnieren, da schreibe ich ja auch so wichtige Sachen rein, wann sich wie wo was tut. Ne? In diesem Sinne, bleibt gesund, spielt Schach. Ne? Der Sonntag ist noch jung, ne? Und Dortmund hat gestern gewonnen. Also, das könnte klappen dieses Wochenende. Das könnte alles noch gut werden. Vielen Dank bis hierhin und tschüsschen. Thank you.